Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ibs on Air, heute Folge 34. Natürlich wieder mit der Standardbesetzung, mit dem Markus, Hallo Leute. mit dem Florian Hallo Leute. und mit dem Philipp. Halli, hallo, Hallöchen. Und ihr habt ja bestimmt schon gemerkt, dass ich heute mal die Einleitung mache. Und zwar bin ich jetzt auch Stammmitglied bei Ibs on Air. Und ihr kennt mich ja wahrscheinlich alle schon von den letzten Folgen. Ich bin der Lukas. Hallo Hallo Lukas. Lukas. Ja, hallo Lukas, würde ich halt auch mal sagen. Das hat sich gerade angehört wie in so einer Selbsthilfegruppe, ne? Hallo Lukas. Genau. Schön, dass du da bist. Ja gut, zu einer Selbsthilfegruppe ist das ja hier noch nicht geworden, von daher ist ja Noch alles noch nicht, noch halb nicht. so wild. Wir machen heute eine Folge der etwas anderen Art, und zwar haben wir uns heute kein festes Thema vorgenommen, worüber wir reden, sondern wir wollen heute mal über alle die Dinge reden, worüber wir sonst immer nur so ansatzweise geredet haben, also so Kleinigkeiten, die wir dann nicht so weit ausgeführt haben. Wusstet ihr eigentlich, dass das früher so Standard war bei Ibs on Air? Also ich glaube, bis Folge 20 oder sowas war das immer so, dass wir uns vorher, also der Patrick damals, der Philipp und ich uns zusammengesetzt haben und uns irgendwelche Themen rausgesucht haben, die uns so gerade eingefallen sind. Und erst danach haben wir angefangen zu sagen, okay, wir nehmen uns ein großes Hauptthema für die Sendung vor und machen das vor allem schon eine Sendung vorher fest, um die anteasern zu können. Also im Prinzip machen wir dieses Mal eine Folge nach dem alten Schema. Damals in der guten alten Zeit. Oh, wenn ich gerade an die Anfangszeit zurückdenke, boah, das ist schon verdammt lange her, ne? Alter Falter, vor allem hatten wir damals Folgenlängen von 30 Ja, Minuten. genau. Und jetzt sind es 3 Stunden, ey. Oh, Wahnsinn, ey. Ja, Aber schon gut. Folge 34, das ist schon toll, bin ich echt stolz drauf. Ja, back to the roots, ne? Also mal wieder eine Folge ohne richtigen Plan. Von daher alles wie früher. Eine planlose Folge. Nein, ich möchte hier erwähnen, wir haben auch einen Sendungsplan. Vielleicht kann man ja so ein bisschen mal Hintergrund erklären, wie Ibs on Air funktioniert, aber wir benutzen Google Docs. Da können alle, die quasi gerade mitmachen, gleichzeitig draufschauen und auch gleichzeitig dran rumschreiben. Und da schreiben wir uns immer so auf, was wir bequatschen wollen. Also ganz planlos sind wir dann doch nicht. Genau. Ja, Markus, du hast hier reingeschrieben, Schritte zählen. Klär uns doch mal auf, was du damit meinst. Ja, Schritte zählen. Ich weiß nicht, ihr habt doch alle Smartphones, ne? Jo. Ja. Habt ihr eine Fitness-App auf eurem Ja, Smartphone? da ist eine vorinstalliert, die ich gar nicht brauche, aber die ich auch nicht löschen kann. Also ja. Das geht Das mir kann nur ein genauso. Apple-User sein. Oh ja. Nein, das geht bei Samsung auch. Samsung Stimmt, Health bei nennt sich Samsung. das. Ja. Genau. Und ich habe mir da die Fit-App von Google installiert und die zählt halt die Schritte, die du so am Tag zurücklegst. Ah. Aber zählt die das richtig gut? Also, Ja, weil bei den meisten nee, Schrittzählern, so. die kannst du das Handy in der Brusttasche haben irgendwo und der zählt trotzdem Schritte, die du nie machst. Ja, also ich würde mal sagen, der hat schon relativ große Abweichungen da drin. Aber es geht ja auch quasi auch nur um die Größenordnungen. Also, ob er sich hier nun bei 10.000 Schritten um 500 verzählt, das ist mir dann relativ Schnuppe. Aber ich habe dabei halt eben was auf der einen Seite Deprimierendes und auf der anderen Seite doch Kurioses Du festgestellt. läufst zu wenig. Es soll dich ja dazu anleiten, dich mehr zu bewegen, ne? Ja. So, dass du Ja, mehr wahrscheinlich. rauskommst. Und ich bin halt neulich durch die Stadt gewandert, durch München, bin zum Hauptbahnhof gefahren, dann bin ich vom Hauptbahnhof losgelaufen. Ich wollte zum verrückten Eismacher, der ist, Max Vorstadt, Türkenstraße da hinten, ja. Also genau. schon ein Stückchen weg vom Hauptbahnhof. Genau, es ist schon ein ganzes Stückchen zu laufen und dann bin ich im Bogen wieder zurück in die Innenstadt zum Isartor gelaufen. Hat schon ein Weilchen gedauert. Wie lange war ich unterwegs? Ja, 1,5 Stunden ungefähr. Und mein Handy hat halt gezählt. Dann bin ich so insgesamt auf knapp 10.000 Schritte gekommen. So. Und um das mal in Relation zu setzen: Ich hatte neulich Bereitschaft hier am Hauptbahnhof. Da musste ich so ein bisschen 440 hin und her schubsen, vorbereiten. Ja. Bin einmal nach Steinhausen gefahren, bin wieder zurückgefahren, habe also Züge hin und her gebracht. Jetzt könnt ihr ja mal raten, wie viele Schritte ich in der ganzen Schicht gemacht habe. 5.000. Bei einer Bereitschaft, ich würde sagen eher weniger, also ich sag mal 2.000. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. 11.000. Nee, Was was? habe ich für einen Preis gewonnen? Du hast 10.000 gesagt, Philipp, Ich sei habe ruhig. 5.000, ich war am nächsten dran. So. Du hast 5.000 gesagt, das ist ja noch schlimmer. Ich war am nächsten dran von euch.
Also ich finde so dieses Lokführer sitzen nur auf ihrem Bock und werden dicker, weil sie sich nicht bewegen, kann ich nicht unterschreiben. Nee, also gerade in Steinhausen, Philipp, du bist ja noch beim Rangieren, du kennst es selber, bist gerade Stand 1, sollst hintergehen, das sind ja auch gut, sind ja 1000 Meter, ein Kilometer, dann sollst du wieder vorgehen, 1000 Meter, also da kommst du auch ganz schön rum. Also ich habe auf meinem, beim Schrittzähler, ich habe in jeder Schicht 10.000 Schritte voll. Ja. Ja. Also gerade in den Nachtschichten, da läufst du ja sehr viel, da bist du halt viel unterwegs, also da, gerade da machst du die meisten Schritte, ja. Und ich habe das auch gestern erst wieder festgestellt, da muss ich gegen Mittag, hole ich zusammen mit einem Kollegen zwei Loks aus dem Haus, dann fahren wir zusammen, also die beiden Loks zusammengekuppelt, ich sitze hinten gemütlich drauf, Füße hoch, er muss vorne fahren, fährt uns dann zusammen ins Betriebswerk nach Pasing und da kriegen wir dann beide unsere Züge. Also dann ist es meistens so, dass der da hinten drauf sitzt, hängt dann die beiden Loks aus und dann fahren wir halt getrennt auf unsere Züge drauf und dann bereiten wir da halt unsere Züge vor. Und ich krieg dann immer so einen 5-Wagen-Zug und so einen 5-Wagen-Zug, also 5 Dostos vorzubereiten, es ist, also was du da hin und her rennst, muss mal kurz, ich fahre also mit der Lok auf den Wagenzug drauf, dann ist da meistens der Rangierer, der kuppelt, dann schmeiße ich die Lok wieder an, weil beim Kuppeln ist natürlich Heizung aus, Motor aus. Dann schmeiße ich die Lok also wieder an, damit der Luftpresser anfängt zu laufen und die Wagen aufpumpt, damit dann auch, dann schmeiße ich die Zugheizung ein, damit die Wagen damit Strom versorgt werden und auf jeden Fall schon die Klimaanlage läuft, damit die auch vortemperiert werden. Und dann gehe ich das erste Mal durch den Wagenzug und kontrolliere alle Türen, alle Handbremsen und alle Displays und alle Klos und alle Kupplungen innen. Und lauf wieder zurück. Dann mache ich schon die, dann kommt die Bremsprobe, also zwischendurch, genau, dann kommt die Bremsprobe, das heißt einmal lösen, gucken, ob der Wagenzug löst, wieder nach hinten, also dafür muss ich ja wieder nach hinten laufen, zum ersten Wagen, gucken, ob der gelöst ist, lauf wieder nach vorne, leg wieder an, lauf wieder den ganzen Zug lang, um zu schauen, dass alle Wagen angelegt haben, lauf wieder zurück, dann löse ich die Bremse, so dass nur die Lok den Wagenzug festhält, lauf wieder den gesamten Zug lang, um zu schauen, ob alle Bremsen gelöst haben, lauf wieder nach vorne, dann mache ich die Lok fertig, beim letzten Gang habe ich dann irgendwann auch mal den Steuerwagen hergerichtet, richte auf der Lok alles für TAF und ZWS ein, löse den Federspeicher und lauf dann wieder zum Steuerwagen. Und der Zug ist, okay, der ist nur 160 Meter lang, aber wenn du das da quasi 6-mal hin und her gelaufen bist, dann bist du ja fix und fertig. Und das ganze Zeit natürlich mit dem Zeitdruck, weil du hast für den ganzen Spaß nur eine halbe Stunde Zeit. Also da darf schon mal nichts schief gehen beim Vorbereiten. Das ist auch so der Punkt. Also wenn du denn einen Wagen hast, ich hatte das vorgestern, da kamen die Wagen auch relativ knapp, um nicht zu sagen so spät. Und komm auf den ersten Wagen drauf und dann gibt's ja an diesen Schalltafeln da so einen roten Leuchtmelder und der hat mich schon entgegengeblinkt. Guck rein und dann steht da Fehlermeldung, dass der Zug keine Energieversorgung hat. Also der hat überhaupt keinen Strom gekriegt, obwohl die Zugsammelschiene läuft. Dann hast du natürlich keine Belüftung, du hast keine Batterieladung, das heißt, da geht auch relativ schnell dann das Licht aus. Wenn die Türen auf und zu gehen sollen, dann ist auch relativ schnell dann die Batterie alle. Das heißt, du kannst den so nicht mit Fahrgästen besetzen. Also alle Türen absperren, bezetteln, bekleben, dann rumtelefonieren. Du musst natürlich Bescheid sagen, dass du den jetzt zwar mitnimmst, weil Aufsetzen hätte noch viel länger gedauert. Ja, und das alles in einer halben Stunde. Da war ich klatschnass, wo zumal es nicht nur warm war, sondern auch noch angefangen hat zu schütten. Okay, nee, ich will mich nicht beschweren. Der Job macht Spaß. Eigentlich ging es nur um die Schritte, das sind uns ja Renns. Aber schon Wahnsinn, muss man schon sagen. Also bei uns ist das ja ein bisschen anders mit dem Vorbereiten. Da haben wir immer einen Rangierer dabei, der mit uns dann zum Beispiel sowas wie Bremsprobe und so weiter macht. Aber dass ihr das alles selber machen müsst, ist schon Wahnsinn. Ja, es sind halt Kosten, ne? Ich meine, du musst natürlich bei DB Netz quasi den Rangierer bezahlen. Und da wir als Regio natürlich da immer den Kostendruck haben, ja, gut, wird das halt eben. Aber ich schätze mal, früher gab es bestimmt da auch Rangierer, wo es halt noch mehr lokbespannte Züge gab, oder? Wo dann halt eben aber der Rangierer dann von DB Regio direkt halt angestellt war. Es gibt doch noch so Rangierer von Regio, die im Pasinger Betriebsbahnhof zum Beispiel die Züge zum Entsorgen fahren und so Geschichten machen.
Wo die da genau hingehören, kann ich dir gar nicht sagen. Doch, zur Regio Oberbayern, das weiß ich, weil ich da mal beim Ortskenntnistag ein bisschen ins Gespräch gekommen bin, ja. Und wie gesagt, die sind dann auch sogar für die Fernverkehrs, also diese IC-Wagen, die Nachtwagen, die da ankommen, die rangieren die halt dann auch mit und müssen halt eben hauptsächlich die zum Entsorgen fahren, neu zusammenstellen und Schadwagen aussetzen, so Geschichten, ja. Aber auch die müssen ja dann quasi quer bezahlt werden. Da muss ja der Fernverkehr Regio Oberbayern bezahlen. Wahrscheinlich läuft so, aber angestellt sind die bei Oberbayern dann, ne? Wobei sich das ja alles ändert, wenn das neue Werk kommt. Aber ich meine halt nur vom Prinzip her, schätze ich mal, dass das eben eine Einsparmaßnahme ist, die es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat, dass man sagt, der Lokführer macht alleine die Bremsprobe für seinen ganzen Zug. Bei einem lokgespannten Zug natürlich, wo es dann nochmal was anderes ist als bei einem Triebzug. Es soll ja auch bei Cargo vorkommen, dass die da die Lokführer die Bremsprobe selber machen müssen. Da ist der Zug dann nochmal länger. Lange laufen, oft. Ja. Also wir haben ja auch Lokführer hier, die zuhören. Installiert euch doch mal Just for Fun solche Schrittzähler-App von Google oder Apple und schaut mal, auf wie viel Schritte ihr so kommt. Oder ihr habt ein iPhone, dann ist es eh fest drauf, da braucht ihr gar nichts machen. Nur die App öffnen und euch wundern, dass du schon seit einem halben Jahr mitzählst. So ging es mir nämlich. Wüsste ich gar nicht. Und, ja. Genau, und dann schaut mal, was ihr da so schafft. Ich meine, die App gibt mir vor, dass ich 8000 Schritte schaffen soll am Tag. Und das kriege ich auch in bewegungslosen Schichten eigentlich meistens relativ gut hin. Nicht? Also bei mir ist so eingestellt, dass es gleich in Kilometern sich irgendwie umrechnet. Und da habe ich eigentlich immer so 6 Kilometer, 7 Kilometer bei einer normalen Schicht im Durchschnitt. Ja. Weil man ja doch immer auch in die Abstellung geht, von der Abstellung zurückgeht, hin und her und so, kommt man schon ordentlich auf was. Also das Gerücht, dass Lokführer sich nicht bewegen und nur fett werden, kann ich nicht unterstreichen. Das muss irgendwo anders herkommen mit dem Fett. Ja, ich wollte gerade sagen, also so ein bisschen was muss ja bei dem einen oder anderen dann doch dran sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Du meinst, wenn du die Unternehmensbekleidung bestellst und dich wunderst, warum alles so sackartig ausfällt? Unter anderem ja. Du gar nicht mehr weißt, welche Größe du bestellen sollst, damit du als Hämpfling da reinpasst? Ja. Ja, also komm, also von der Unternehmensbekleidung her darfst du jetzt nicht ausgehen, ne? Ja, die ist doch angepasst auf den Durchschnittslokführer, oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, die ist einfach von der Schnittform her scheiße. Aber gut, fürs Arbeiten und dreckig machen reicht's, also. Ja, vor allem fürs dreckig machen. Ich weiß nicht, wie ich das gestern geschafft habe. Ich habe nur das IS-Kabel schon mal an meine Lok rangehangen, steig ab und der Kollege guckt mich an und sagt, oh, ist hier aber gut schön eingesaut. Woher? Da muss ich sagen, sowas hast du mit Triebzügen nicht. Also ich habe wirklich noch kein einziges Hemd wegwerfen müssen, weil da irgendwie irgendwas drauf gewesen wäre an zu viel Schmutz. Also wenn da ein bisschen so ganz wenig Schmutz drauf ist, ging immer weg. Aber so wie du es bei einer Lok hast, so ein Problem hast du bei uns nicht. Selbst wenn du nur die Kupplung aushängen musst und da unter der Scharko irgendwie da rumhantieren musst, trotzdem immer alles gut geklappt. Ja. Nee, da saust du dir nur einen Arm ein, wenn du einen kurzärmeligen, also wenn du einen Polo anhast oder so, saust du dir nur den Arm ein. Ich habe das Gefühl, das Pufferfett habe ich überall. Und vor allem das Problem ist, das kriegst du so schlecht raus. Oh. Das hatten wir ja schon in einer Folge, ja. Das ist dann bestimmt auch sehr umweltschädlich. Könnte man da nicht mal irgendwie eine Petition starten? Die Bahn soll irgendwie, keine Ahnung, Ökoöl oder sowas hernehmen statt Pufferfett. Ich weiß gar nicht, ob das so umweltschädlich ist. Das ist doch Olivenöl so ein Kaffeezeug oder so. Was das ist doch gar nicht mehr richtiges Fett, das ist doch so ein Graphitpulver nur noch, oder? Ja, ja. Ja, aber es ist ja irgendwie durch das, dass es sich so reinbeißt in die Kleidung, also irgendwie muss das ja schon ein bisschen komischer Stoff sein, oder? Das Problem ist halt auch, du hast das dann auch an den Kabeln, weil wenn du machst das irgendwie das Kabel ab, dann hängt das runter, dann kommt das unten an das Fett ran, dann fäst du es an, dann hast du es an den Pfoten. Wenn du es nicht sofort merkst, dann schmierst du das natürlich auch irgendwo an die Lok, der nächste fäst das an und hat das verteilt sich überall. Ja, das Schlimme ist, du kannst halt auch eine lange Jacke anhaben, jetzt wie beim Rangieren, und das funktioniert halt trotzdem nicht, weil du bleibst irgendwo hängen an der Kupplung oder so, dann zieht dir das den Ärmel weg und dann hast du das überall auf dem kompletten Arm und so weiter. Also ich habe das auch nur nach 2 Tagen erst wegbekommen, das war furchtbar. Wir hatten doch schon mal den Tipp, also ein Zuschauer hat geschrieben, du musst es sofort, also nicht erst noch tagelang rumtragen, sondern sofort in die Wäsche geben. Der Philipp hat, der Patrick hat damals erzählt, ihm hat ein Rangierer den Tipp gegeben, er soll es mit Bremsenreiniger rausmachen. Bremsenreiniger? Ja. Ja, es gibt dafür halt für Autos oder so Felgenreiniger. Das ist so ein extrem aggressives Zeug. Und mein Geheimmittel ist ja hier Fahrradreiniger. Also für die, so Kettenreiniger fürs Fahrrad. Ja, genau. Ja, das kenne ich auch.
Weil das halt eben auch extrem fettlösend ist und das geht relativ gut. Aber du gehst halt mit die Gefahr mit ein, dass du auch alles andere damit rausfäscht, inklusive der Farbe. Ja, das stimmt. Tja. Nun gut. Ja, dann haben wir hier noch bei Markus stehen. Siefer bedienen Mannheim. Du willst doch bestimmt auf dieses eine komische Bild hinaus, wo der Intercity da in Mannheim auf der Seite liegt, das der NDR genommen hat, um auf das Thema übermüdete Lokführer anzusprechen. Ja, da tippst du richtig. Also, ich bin vor kurzem auf Facebook in dieser berühmten Lokführergruppe. Also, nein, das ist ja die Lokführerseite, ne? Richtig. Ja, das ist ja nur keine Gruppe, sondern eine Seite, wo auch jeder Fan von sein kann und dann kriegt er da die Meldungen. Da sind halt auch ganz viele Lokführer dabei und da gibt halt immer so lokführerspezifische oder bahnspezifische Themen. Und da ist halt neulich aufgepoppt, da haben sie einen Teil vom NDR, war das vom NDR? Ja, genau, war vom NDR. Geteilt und da ging es darum, dass wohl Lokführer von Güterzügen bei Privatunternehmen vollkommen übermüdet unterwegs sind und sich jenseits von jeglichen Lenkzeiten da die Züge quer durch Deutschland bewegen. Wie das ist, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht mit aus. Finde ich eine Katastrophe. Ich habe da auch runtergepostet, gerade weil das im Zusammenhang mit diesem Unfall in Mannheim da verbunden wurde. Dass es ja auch bei dem so war, wenn man sich da den Unfalluntersuchungsbericht anschaut, steht da auch drin, dass der seine Lok am Unfalltag um 3 Uhr in der Nacht abgestellt hat. Um 8.30 Uhr hat er die Lok wieder aufgerüstet, also derselbe Lokführer. Und um 20.30 Uhr ist der Unfall passiert. Also der war schon über 12 Stunden an dem Tag auf der Lok und hat die Schicht davor quasi, also dazwischen waren gerade mal 5 Stunden Ruhezeit, die er höchstwahrscheinlich auch auf der Lok selbst verbracht hat. Aber da fragt man sich doch echt, warum Lokführer sowas mit sich machen lässt. Da wird eh schon immer gemeckert, alles läuft so schlecht mit den Übergängen, mit Pausenregelungen etc. Aber bei solchen offensichtlichen Sachen, wo man doch weiß, das kann der Körper nicht verkraften, verstehe ich nicht, wie Lokführer in solchen Unternehmen da arbeiten. Denen geht es wahrscheinlich nur ums Geld und da wird es wahrscheinlich dann recht viel geben, aber nicht nachvollziehbar. Also da möchte ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß, dass es hier bei Regio definitiv nicht so ist. Und selbst wenn wir uns in solche Regionen bewegen würden, würden die Lokführer sofort randalieren. Also, ja, das meine ich ja eben auch. Deswegen. Also wenn hier schon irgendwie zweimal hintereinander irgendwie eine kurze Übergangszeit oder sowas ist, dann regen die sich ja schon extrem auf. Von daher zu Recht auf. Also gerade Übergangszeiten finde ich ja grausam. Wenn du nur so knapp auf 10 Stunden Übersteigungszeit kommst, hast du das Gefühl, du musst gar nichts mehr außer arbeiten. Aber dass die dann da quasi 24 Stunden auf ihrer Lok leben, 12 Stunden fahren, also der ist nicht hintereinander weggefahren, sondern er hat auch noch irgendwo gestanden und rangiert und so, aber kannst ja dann nur so abschalten. So. Aber darum ging es mir eigentlich nicht, sondern unter diesem Beitrag hatten dann auch Leute gepostet, von wegen, sie seien auch schon auf der Lok eingeschlafen und haben die SIFA weiter bedient und dann kam ich so auf dieses SIFA weiter bedienen. Das hatten wir auch im Rahmen von dieser S-Bahn, die weitergefahren ist, ne? Mhm. Ihr erinnert euch, hatten wir, glaube ich, auch sogar schon in der letzten Folge nochmal, der S-Bahn-Lokführer, der da mehrere Halte ausgelassen hat, weil er eingeschlafen ist, wo das ja auch hieß, er hat die SIFA weiter bedient. Und dann bin ich neulich Gast gefahren, hier bei uns, bei einem Lokführer, und dann ist mir aufgefallen, wie bedient der denn die SIFA? Jetzt kommt die Frage. Leute, wie bedient ihr die SIFA? Auf der SIFA draufbleiben und irgendwann, also innerhalb dieser 30 Sekunden einmal loslassen und dann, das ist halt intuitiv, ne? Also, Philipp, wie machst du das? Hast du diese 30 Sekunden so langsam im Gefühl und lässt es halt so nach Gefühl 30 Sekunden einmal los und trittst wieder drauf? Ja, so mache ich das halt nach Gefühl, ja. Okay. Versucht man und es klappt meistens. Also mir geht's da auch so, ja. 30 Sekunden möglichst gedrückt halten und dann loslassen. Manchmal kommt auch schon der weiße Leuchtmelder. Oh ja, ich sollte mal wieder loslassen, aber funktioniert eigentlich relativ automatisiert. Ja. Also ich bin jemand, der auch relativ häufig auf das Licht wartet. Aber ansonsten, also bei mir ist es so eine Mischung. Manchmal klappt das kilometerlang, ohne dass das Licht kommt, dass ich halt wirklich echt diesen 30 Sekunden Takt drin habe und manchmal gibt es auch Zugfahrten, da sehe ich halt das Licht, drück drauf, sehe das Licht wieder, drück drauf. Jetzt war ich bei dem Kollegen auf dem Führerstand und der hat dauerhaft gedrückt. Also klack, 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 klack.
Wie ist es? Also es hat, er ist quasi gefahren, als würde er eine Nähmaschine bedienen, wenn man so will. Ja, ja, ungefähr so. So, bei den Nähmaschinen gibt es ja auch mal so ein Fußpedal, damit man die Nähmaschine antreibt, die alten. Genau so ist der gefahren. Ach, furchtbar. Wobei mir da gerade einfällt oder auch mir auffällt, ja, also man ist da auch recht leicht, finde ich, abgelenkt, gerade was diese SIFA-Bedienung angeht. Ist mir kürzlich wieder aufgefallen, weil wieder einen dabei gehabt mit so einem Mitfahrauftrag. Und dann unterhält man sich natürlich mit dem so ein bisschen. Und da fällt es mir auch immer wieder auf, komischerweise, da dauert es dann meistens zu lange mit dem Drücken, bis es schon pfeift. Und ich denke mir, hä, ich weiß doch, ich muss die SIFA drücken. Und dann kommt man manchmal in so eine Phase, dass man echt alle 10 Sekunden drückt, weil man, oder halt wieder loslässt alle 10 Sekunden, weil man sich denkt, das ist jetzt auch peinlich für den hier mit seinem Mitfahrauftragten, weil der sich denkt, der kann wohl die SIFA nicht bedienen. Also da muss ich sagen, wenn man so einen dabei hat im Führerstand, das kann einen schon relativ schnell, was die SIFA-Bedienung anmacht, nervös machen. Also das muss ich sogar den Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen, den du gerade jetzt hier berichtest. Das Gefühl kenne ich. Das ist... Das hatte ich, habe ich öfter mal, wenn ich habe ab und zu mal den Zugbegleiter vorne, ne? Er hat ja vorne meistens seine Tasche und dann kramt er da drin rum und dann quatscht man ja auch. Und wenn dann der so mitbekommt, dass andauernd die SIFA losgeht, ja, dann denkt er sich auch. dann übergeht man halt, also kommt man in so einen Modus, dass man eben übertrieben oft die SIFA drückt, ja, nur damit dieses Pfeifen nicht kommt. Ja. Ja, ich glaube, der hat das nicht gemacht, weil ich da auf dem Führerstand war. Und das ist halt so, ich glaube, es gibt scheinbar Lokführer, die bedienen die SIFA-Taste wirklich so wie die Nähmaschine. Und erinnert ihr euch, erinnerst du dich, Florian, daran, in der Berufsschule hat doch einer unserer Mit-Azubis mal den selbstgebauten Fahrsimulator mitgebracht. Ja, klar, ja. Und da hat doch der eine Berufsschullehrer sich dran gesetzt und hat ihn da auch gefahren und auch er hat die ganze Zeit diese SIFA-Taste klack, 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 klack. Also ich weiß nicht, er hat sich nicht ausgekannt damit und ja, war ganz. Wir haben alle geschrien, ja, du musst da nicht ständig drauf drücken, das ist nur alle 30 Sekunden. Und da meinte er halt, ja, aber er ist schon mal richtig Eisenbahn gefahren und da hat er das vergessen zu drücken und jetzt ist ihm das lieber, dass er das einfach andauernd drückt. Ja. Richtig Eisenbahn. Naja, als Berufsschullehrer haben sie da halt eben auch mal irgendwelche Kurse bei der Bahn gemacht, damit sie auch Eisenbahn mal in der Praxis sehen. Ah, okay. Also, echt kurios. Also, wie gesagt, ich kenne es halt nicht anders, dass man sich halt diesen 30 Sekunden halt annähert und nicht, dass man da dauerhaft ständig drauf drückt. Ist mir aber schon auch bei anderen Kollegen aufgefallen, weil es gibt halt Fahrzeuge, da hörst du das sehr, sehr deutlich, das Klacken beim 40 hörst du das auch gut. Und auch wenn du da mal vorne bist, kriegst du halt mit, wie die Leute die SIFA-Taste drehen. Also mein Fahrtrainer hatte erzählt, der hat bei der Reichsbahn noch gelernt, also in der DDR. Und die hatten ja damals noch eine andere Bauform, die hatten ja diese Aufforderungs-SIFA, wo du drücken kannst, wie du willst, die SIFA entscheidet selber, wann sie dich dazu auffordert. Ja, und der hatte erzählt, da gab es früher auf der 143, die das hatte, einen Schreibstreifen, also der auch für die PZB da war, und da konnte man ganz genau ablesen, wie derjenige die SIFA gedrückt hat, und da hat er nämlich erzählt, ja, es gab manche, da hat man dann beim Ablösen, hat man seine TF-Nummer auf diesen Schreibstreifen gesehen und hat man einen Blick da drauf geworfen und die sind dann wirklich wie Nähmaschine gefahren, also immer dieses klack, 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 klack. Ja, aber bei der Aufforderung SIFA ist das ja auch noch ein anderes Prinzip, ne? Ja, gut. Da hilft es ja nicht, wenn man alle 30 Sekunden drückt, sondern du musst ja in dem Zeitraum drücken, in dem dich die SIFA auffordert. Deswegen haben die einfach dauerhaft immer wieder gedrückt, damit sie diesen Moment auf jeden Fall abpassen, wo dich die SIFA auffordert. Damit du halt nicht hingucken musst, will jetzt die SIFA was von mir? Nee. Jetzt? Nee. Jetzt? Da musst du ja quasi auf den Leuchtmelder warten. Ja, das stimmt. Aber ich meine, das ist halt anders als bei uns jetzt, wenn wir vor dem Leuchtmelder schon drücken, dann ist das für die SIFA in Ordnung und dann setzt sie sich wieder zurück. Das ist ja bei der Aufforderung SIFA nicht so gewesen. Wenn du vorher gedrückt hast, war dir das egal. Die ist trotzdem nach, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so gekommen. Genau. Und das gibt's halt bei der DB nicht. Im Prinzip glaube ich vor allem, weil das halt zu viel Aufmerksamkeit vom Loksführer abzieht, wenn er die ganze Zeit auf den SIFA-Leuchtmelder wartet. Ja, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen sicherer, weil dann kann es nicht so leicht passieren, dass man die ganze Zeit sagt, okay, ich muss die SIFA nicht beachten, ich drücke die einfach ab und zu mal und mache das so im Unterbewusstsein, weil die waren natürlich dann etwas schärfer auf die SIFA konzentriert. Jein, also ich sag mal, ich finde vom Prinzip her ist es schon besser, dass es die nicht mehr gibt, weil stell dir mal vor, du schaust dann ständig vorne auf deinen SIFA-Leuchtmelder und die Strecke ist dir eigentlich egal, ob da Bahnübergänge sind, ob die Oberleitung passt, Hauptsache der SIFA-Leuchtmelder leuchtet nicht, und da finde ich, dann sehe ich die größere Gefahr.
Ja gut, also ich kenne das jetzt nur von der 143, da war der Sehverleuchtmelder ungefähr ja so groß wie ein Smartphone und hat auch extrem hell geleuchtet. Also das ist dir Dann eh geht's irgendwann natürlich. aufgefallen, aber naja. Stimmt, der war da extrem präsent im Führerstand. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob damit eine höhere Sicherheit einhergeht, weil wie gesagt, wenn die Lokführer das dann wirklich so nähmaschinenartig bedienen, dann bedient sie es auch im Schlaf nähmaschinenartig. Ja, richtig. Ja, vor allen Und Dingen, dann wenn du das schon ein paar Jahre machst, also ich sag mal jetzt am ja. Anfang so, da komme ich nach Hause, dann ist das vorbei, aber und wird bei euch wahrscheinlich auch noch so sein, aber wenn du jetzt schon 20 Jahre oder so fährst, ja, ist halt doch irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen. Ach, ich will mir regelmäßig mit meinem Führerstandsschlüssel die Tür zu Hause aufsperren. Also ist mir letzte Woche nach den Nachtschichten so ergangen, nach der dritten jetzt, wo ich nach Hause gekommen bin, stehe ich oben vor der Tür und krieg den Schlüssel nicht rein. Ja, gucke drauf, ah, Führerstandsschlüssel, Ich würde ja an deiner Stelle das Schloss austauschen lassen. ja, ne, einfach so Ja, ein da Führ kommen ja irgendwelche anderen Kollegen auch rein, dann darf es keine Eisenbahnerwohnung sein, also in so einem Haus. Oh, das ist schrecklich, wenn nebenan noch ein Lokführer wohnt bei der S-Bahn. Ja, und der erkennt dann gleich, oh, das sieht ja aus wie so ein Fahrzeugtürschloss. Ja, mal schauen, ob der geht. Oh ja. Ist die Wohnung leergeräumt am nächsten Tag. Ach, da ist nicht viel zu holen. Ja, dann. Ja. Aber Philipp, wo du gerade am Start bist, Nein. du hast was von den neuen Azubis mitbekommen, hast du erzählt. Ja, ich war Wir haben am. doch heute haben wir schon den 3. September. Das heißt, wenn die Folge rauskommt, es ist vielleicht der 5. oder 6. Dann hat er gerade das neue Lehrjahr frisch angefangen. Genau. Und ich war am. Und du warst dabei? Ich war am 1.9. bei der Begrüßungsveranstaltung im. Also die wie jedes Jahr in München im Matheser Filmpalast war. Und ja, ich habe mir das alles mal so angeschaut, wie die Azubis das so, weil das ist ja, sagen wir mal so, es ist eine Show von Azubis für Azubis, weil die ganzen Leute, die das organisieren, sind alles Azubis. Und die gestalten das Programm und die machen ihre Videos selber und alles und ja. Und so an sich, das Programm nimmt sich von Jahr zu Jahr her nicht allzu viel. Also du hast dabei eine Modenschau für UBK und so. Oh ja, ich erinnere mich an den Beitrag von Patrick, der bei der Modenschau mit dabei Mit der war. Rangierkleidung, oder? Ja, das hatte doch hier im Podcast erzählt. Da heißt doch sogar die Folge so, oder? Oh. Germany's Next DB Model oder Das, sowas haben wir die ja, genannt. irgendwie so, genau. Und ja, und unter anderem gab es da auch, also da sind natürlich alle Azubis von ganz Bayern versammelt, ne? Die bei der DB so anfangen. Das Schöne ist, die Nürnberger kamen wie immer mit einem Sonderzug daher. Es war also ein Ex. Folge 8. Germany's Next DB Model. Ah, Entschuldigung. genau. Es ist ein echt komisches Bild, einen 442 der S-Bahn Nürnberg im Hauptbahnhof oben zu sehen. Und das Lustige war, die Ansagen haben auch noch den Zug als normalen Zug drin ausgewiesen. Was heißt normaler Zug als Regionalbahn oder Ja, was? genau. Was? Und alle Leute, die natürlich nach Ingolstadt und Treuchtlingen wollten, weil ich bin ja dann auch nochmal nach Hause gefahren, ich musste ja abends noch zur Nachtschicht und alle Leute, die nach Ingolstadt Treuchtlingen wollten, die sind alle dorthin gegangen. Aber auf Ja, 22, aber auf Gleis S-Bahn 22 Nürnberg stand. klingt ja auch nicht so verkehrt, wenn man nach Nürnberg will, Aber auf Gleis wenn man den Zug 22 immer stand der hier richtige sieht. Zug, also. Na. Naja, und Und auf der wurde jeden. echt so angesagt, angekündigt als Zug aus und weiter nach Nürnberg, oder was? Naja, eine Minute vor der Abfahrt haben sie es dann geändert, dass es kein offizieller Zug ist. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall zurück zu der Eröffnungsveranstaltung. Ja, nee, wie gesagt, also es war ein an sich echt schönes Programm. Die haben sich dabei echt was gedacht, die Azubis. Und ja. Was ist denn das dann für ein Programm? Also erzählen die da irgendwas aus ihrer Ausbildung oder? Das ist ja doch schon Also, wieder 6 Jahre her bei also uns. moderiert. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Doch, von Sicherheit, weißt du nicht mehr, wo die reingestürmt sind und dann so simuliert hatten, dass einer angeblich irgendwie da so Ärger, Probleme macht. Das fand ich cool damals. Das Hattet ihr das auch jetzt bei euch dieses gab's Jahr? dieses Jahr auch. Das ist cool. Das gibt's jedes Jahr. Weil da waren echt alle voll schockiert und haben jetzt gedacht, was ist denn jetzt los? Die haben doch irgendwie dann gesagt, so, ja, das ist hier eine Privatveranstaltung, ihr dürft hier nicht rein und so, und dann auf den Boden geschmissen und Ja. das war schon sehr, ja, realitätsnah, muss man echt sagen. Ja, das sieht auch so verdammt scheiße echt aus. Das ist das Einzige, wirklich das Einzige, was ich noch weiß von diesem Tag vor genau 6 Jahren.
Das ist lang, lang, lang ist her, ne? Ja. Naja, und ich habe mich wieder unterbrochen. Vielleicht. Ja. Du solltest einfach erzählen, was da so los war. Ja, genau. Nee, wie gesagt, du kommst dorthin, kriegst dann halt deinen Platz, den du hast. Und dann fangen die da, also moderiert wird es von zwei Azubis. Dieses Jahr war es einer von der S-Bahn München und DB Netz Ausbildung zum zur Fahrdienstleiterin. Oh, ich glaube. Und ja, dann geht's los, dann ist der Herr Grube da gewesen und der Herr Dobrindt, der Verkehrsminister. Was, der war bei euch dabei dieses Jahr, ja. Bei uns war er nämlich nicht, das weiß ich auch noch. Der war irgendwo in Berlin Herr Dobrindt. Oder so. Sogar Herr Dobrindt war da, ja. Naja, und dann haben die da noch ein paar Worte drüber verloren, über das Ganze. Und ja, dann ging das Programm der Azubis weiter. Dann haben die so die ganzen Projekte vorgestellt, wie SMK als und Bahn-Azubis gegen Hass. Ja, solange es das halt noch gibt, hatten wir in der letzten Folge ja von wegen wird verkauft und so das Gebäude. Ja, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, dann noch Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt. Das wurde auch noch vorgestellt, das Projekt. Ja, und dann gab es ein Video von Azubis der S-Bahn München. Wow. Das Alltagsbild des Berufs des Lokführers. Von diesem Video war ich schwer begeistert. Also Respekt, wenn die Jungs das hören sollten hier nochmal, wirklich, dieses Video ist wirklich super gelungen. Mit welchem... Dann sollten sie es vielleicht mal auf YouTube oder sowas stellen, oder ist es zu intern gemacht, das Video, weil mir sagt, das heißt noch gar nichts. Also was ist denn so die Hauptaussage von dem Video? Na halt, also die einzelnen Szenen, die da drin vorkommen, ne? Da wird auf dem ICE mitgefahren, auf Regio-Zügen und alles sowas und selbst gefahren. Und ne, ja, die Kernaussage ist halt das Arbeitsbild des Lokführers eben, ne? Schön. Und das ist wirklich... Haben das der Dobrindt und der Grube auch gesehen, dass die schnell wieder wegkommen von automatisiertem Fahren oder waren die da schon weg? Dass die sehen, mit was für einer Freude und so man so Loks fährt? Nee, da waren die beiden schon weg, weil die mussten noch weiter. Oh, schade. Und ja, wie gesagt, das war echt ein Traum, dieses Video anzuschauen. Dann wurde mit einer Drohne gefilmt über Landschaften und über Steinhausen alles drüber und so. Und wo ich mir dann denke, hammergeil gemacht, echt. Und die haben dann noch erzählt, wie es so vom Arbeitsaufwand her war, wenn du so 3 Wochen für eine Genehmigung wartest, dass du das machen darfst. Allein für die Drohne wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Ja, ja, das, also dass da noch nicht irgendwie der... Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, diese Geduld davon zerrissen wurde, von diesen 3 Wochen und diesen Genehmigungen ständig Scheiß und so. Also Respekt wirklich an die Jungs, das haben sie echt super gemacht. Ja, schön. Das war echt... Aber hatten die das irgendwie als Vorgabe dann? Oder weil bei uns zum Beispiel kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Wir haben da für das Jahr drauf, für 2011 oder 12, überhaupt gar nichts gemacht an Vorbereitung für diesen 1. September. War nicht bei uns der Lutz da irgendwie... Weiß gar nicht. Aber wir haben doch zumindest keine Gruppenarbeit für ein Video oder irgendwas, da hatten wir kein einziges Projekt. Nee, nee. Also vielleicht wird da auch immer wieder ein unterschiedlicher Bereich ausgewählt, der das machen soll oder muss oder ich weiß nicht. Nee, wieso? Also für diesen 1. September im Matheser, da kannst du dich, glaube ich, freiwillig melden, wer das macht. Aber wir hatten ja, oder vielleicht, wenn du sagst, Lutz war dabei, vielleicht wurden wir doch gefragt und ich habe keine Ahnung mehr, warum ich da nicht zugesagt habe. Vielleicht wollte ich einfach auch gar nicht. Und im Nachhinein denke ich mir nur so, wenn ich das höre, wäre schön gewesen, aber wenn man so vor der Wahl steht, dann nö, kein Bock, weißt du. Weiß ich echt nicht mehr. Ja, muss man natürlich auch dazu sehen, nicht? Ich meine, du machst das ja während deiner Ausbildungszeit irgendwie. Und ja, aber so ein Video vorbereiten hätten wir, das wäre schon cool gewesen. Also jetzt da sprechen vor den Leuten allen muss nicht unbedingt sein, aber... Ja, aber wie der Philipp schon sagt, du musst ja nicht nur Videos drehen, sondern auch irgendwelche Leute abklappern, irgendwelche Anträge stellen und dich damit auseinandersetzen. Ich glaube, da wäre auch ziemlich schnell Frust aufgekommen. Ja, eben, und das finde ich halt bemerkenswert, dass die Jungs wirklich noch diesen Elan dazu hatten, dieses Video komplett fertigzustellen. Ja, das muss man bei so Projekten auch. Das hatten wir ja bei Verbesserung der Betriebsqualität auch, wo man überall aneckt bei Station und Service oder so. Aber da muss man halt dann wirklich sich dazu durchringen, dass man auch bis zu diesen Gesprächen kommt mit den Leuten davon. Und ja, also da möchte ich mal sagen, das hatten wir schon auch bei Projektarbeiten dann versucht und gemacht, immer möglichst dran zu bleiben. Bleiben Sie dran, hat doch immer eine damals von der S-Bahn gesagt, eine von den Hörern. Sehr schön, bleiben Sie dran. Naja. Genau. Nee, also, wie gesagt, der Tag war echt schön. Das war echt gelungener Einstieg für die neuen Azubis. Ja, sehr schön. Und hatten die dann jetzt schon ihre Einführungsveranstaltung? Die müsste ja dann gestern gewesen sein, oder? Wenn 1.9. der Donnerstag war? Das weiß ich nicht. Da bin ich da raus. Da bist du auch schon zu weit weg von der Ausbildung. Ja, bist du auch schon raus. Da bin ich raus, Alp 16, Wahnsinn. Von Alp 10 über Alp 13 zu Alp 16 jetzt schon. Wahnsinn, Wahnsinn, gell? Eine Hausnummer. Wie die Zeit doch vergeht. Da merkt man dann erst, wie lange man doch schon weg ist von der ganzen Ausbilderei, Ausbildungsgeschichte.
Wie die Zeit doch vergeht, ey. Ja. Aber vielleicht ja bei dir, Lukas. Du bist jetzt noch in der Ausbildung. Hast du irgendwas mitgekriegt von euren Alp 16? Fällt mir jetzt gerade so ein, wie die so begrüßt wurden oder irgendwie bei euch auch im Betrieb dann? Also die wurden ganz normal begrüßt, so wie wir damals auch. Also die sind halt, haben sich halt morgens alle bei uns in einem Raum getroffen und sind dann gemeinsam zu den Satori-Sälen gegangen. Das ist bei uns in Köln halt so ein klassischer Saal, wo man sich halt immer trifft hier für diese Begrüßungsveranstaltung. Und gestern waren wir als jetziges zweites Layer bei denen und haben uns vorgestellt. Und die haben sich uns gegenüber vorgestellt und wir haben den uns so ein bisschen mit denen uns unterhalten, was ihr so macht im ersten Layer und so weiter. Also hier auch mit dem SMK und was alles so dazugehört, was man so lernt, viel Theorie und so weiter. Also. Aber das heißt, so eine richtig große Veranstaltung mit Schauspielerei und sowas habt ihr nicht, oder wie? Ja, im Prinzip nur das, was Philipp jetzt auch erzählt hat, diese Begrüßungsveranstaltung am 1.9., die ist natürlich bei uns auch immer gewesen. Also bei uns letztes Jahr, wo ich angefangen habe, da war ja auch der Herr Grube da und der hat sich das dann auch immer angeguckt und da war auch diese Modenschau dabei und die hatten natürlich auch da irgendwelche Stücke noch aufgeführt, die sie dann gemacht haben. Da war so eine Szene, wo zwei Leute am Bahnsteig quasi warten und sich dann so ein bisschen darüber unterhalten, was eigentlich so die einzelnen Berufe bei der Bahn alles machen. Und das war ganz interessant. Das haben sie auch ziemlich gut gemacht. Ja, aber ansonsten fangen die jetzt erstmal ganz normal an. Also erster Tag, wie gesagt, 1.9. die Einführungsveranstaltung und am zweiten Tag geht es dann direkt los mit bisschen Theorie und Vorschriften austeilen und so weiter. Also es war bei uns genauso. Ah, mir fällt noch eine gute Szene ein, die man, ne? Die Anfangsszene gleich. Einer der Moderatoren wollte den, also so jetzt bildhaft rübergebracht, den Herrn Grube aus Berlin mit dem Fahrrad abholen. Und steht da vor dem Bahntower, ne? Ja, und auf einmal, ja, weil er hat halt auf der Bühne gefehlt, ne? Seine Co-Moderatorin hat ihn angerufen, ja, dann geht er da ran vor dem Bahntower halt an sein Handy und sagt hier, ja, ich bin hier vor dem Bahntower, den Herrn Grube abholen. Ja, der sitzt aber schon in München, ne? Ja. Und muss dann natürlich ganz schnell wieder nach München. Also, mit das Fahrrad geschnappt, zum Bahnhof gefahren, in den ICE reingesetzt. Mit dem Fahrrad? Nein, ohne das Fahrrad. ICE, das geht ja nur beim ICE 4 dann, glaube ich, oder? Das war ein DB-Fahrrad, ja. Das kannst du ja, ne, da abgeben und dann. Ah, natürlich. Quarterbike. Genau, Quarterbike. Und ja, dann hat er sich in den ICE reingesetzt, hat die Fahrdienstleiterin angerufen, bitte grüne Welle nach München. Ja wenn es mal so einfach wäre. Ja, das hat man dann am Ende, hat man dann nach dem Film auch gesagt, das geht natürlich nicht, ne? Aber und ihr kennt ja unseren Helmut Binninger, ne? Ah, der war auch dabei. Dann ist der natürlich am Hauptbahnhof mit der S-Bahn eingefahren, klar. Dann der Azubi, der Moderator, dann halt zu ihm bis zum Stachus und dann ging es dann halt hoch ins Matheser Kino und dann kam er da so die Treppen runtergeschlendert. Ach, gerade frisch aus Gerlin gekommen, ja. Das ist ja Wahnsinn. Also den Film müssten sie echt irgendwo veröffentlichen oder so. Da würden die wahrscheinlich noch irgendeinen Preis gewinnen dafür irgendwie als Azubis oder sonst irgendwas. Also ich fand das klingt richtig. Ja, es war auch wirklich super. Wenn dann auch die Auflösung und die Kameraführung passt, weißt du, irgendwie. Das hat alles gepasst, Flo. Also an den Film muss ich irgendwie rankommen, müssen wir uns später noch unterhalten. das war alles stimmig in diesem Film, wirklich. Das Telefonat, was die geführt haben. Sowas bin ich immer totaler Fan von, wenn Leute irgendwie so Filme irgendwas entwickeln und machen, das ist richtig cool. Ja, also wie gesagt, das war echt der Hammer. Also selten sowas Gutes gesehen, ne? Ja, aber wo wir gerade das Thema Grube haben, wo Grube und auch Dobrindt aufgetaucht sind, war ja im ZDF-Bericht, nee, nicht im ZDF-Bericht, im Bericht, nee, war ja in der ZDF-Sendung. Richtig. So, jetzt habe ich es richtig. ZDF-Sendung Zoom. Habt ihr das gesehen? Ich wollte das eigentlich noch in der letzten Sendung, aber wie Lukas da schon so angekündigt hatte, mit so großen Hauptthemen, die dauern dann immer so lange und dann fällt halt sowas hinten runter. Das kam ja schon am 10. August, die Sendung im Fernsehen. Habt ihr das gesehen? Leider ja, muss ich im Nachhinein sagen. Also es hat sich wirklich nicht gelohnt und war verschwendete Zeit, den anzuschauen. Also ich muss jetzt leider sagen, ich habe es nicht gesehen. Sei froh, ich schaue ihn auch nicht an. Also ich wollte gerade fragen, ich wollte ihn mir eigentlich jetzt anschauen. Danach bist du dann nur voll Depri und findest alles schlecht in der Bahnwelt und ach, nichts ist gut. So, okay. So ein Film ist das, weißt du. Okay.
Ja, dann schaue ich mir nicht an. Wenn du mir das jetzt sagst, schaue ich mir nicht an. Sehr gut. Das ist so ein Film, wenn du woanders wohnst, in Österreich oder in der Schweiz und da SBB-Lokführer bist, dann kannst du drüber lachen. Aber wenn du selber bei der Bahn arbeitest, dann musst du sowas nicht sehen. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja, die Sendung nannte sich Auf dem Abstellgleis, die Bahn in der Krise. Und nun kann man ja über die Bahn sagen, was man will, aber man muss sicherlich zugeben, dass sie das ein oder andere Problem hat. Das schon, ja, aber, naja, in dem Film kommt halt nur das Negative zur Geltung. Haben. Das war einfach so grausam. Aber es ist halt immer so in solchen Filmen, das ist das Schlimme. Wenn die ARD, ZDF, egal was für ein Sender eigentlich so einen Film machen, dann weiß man eigentlich schon fast hundertprozentig, in welche Richtung das abdriftet. Die nutzen da auch jegliches Stilmittel, was man so als Fernsehmacher so zur Verfügung hat. Kennt ihr diese klassische Aussage, es gibt es auch in ganz vielen anderen Sendungen, zu einem Interview war die Unternehmensleitung nicht in der Lage oder sowas. Ja, ja klar, oder, aber schriftlich teilte man uns dann mit. Oder abgelehnt. So. Genau. Das ist, wie macht man sowas? Man schickt möglichst knapp vor dem Ausstrahlungstermin dem Unternehmen eine Interviewanfrage. Dann antwortet das Unternehmen natürlich, dass wir sehr gerne ein Interview geben würden. Leider haben wir gerade terminliche und so weiter. Wir würden Ihnen folgende Terminvorschläge machen. Dann schreibst du natürlich zurück, dass es viel zu knapp ist und die Sendung soll schon am sowieso kommen. Dann schreibt das Unternehmen wieder zurück. Ja, da können wir leider keinen Interviewtermin zur Verfügung stellen. Und mit diesem Kommentar gehst du dann in die Sendung und sagst, das Unternehmen war nicht in der Lage oder wollte oder stand uns nicht zu einem Interview bereit. Ja, und was macht man dann natürlich? Man lauert den Leuten auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen, die dann eigentlich schon zu Ende sind. Und hält er das Mikro vor? Hält ihnen ein Mikrofon unter die Nase und sagt, jetzt sagen Sie mal was dazu. Und die, ich muss auf Klo. Ja, ist gerade so ein feierlicher Moment, da wurde ja irgendeine Halle eröffnet, irgendwas von DB Schenker irgendwo im Bereich Augsburg. Nee, das war beim ICE, beim Vorstellung ICE 4. Ja, und auf jeden Fall dann wird da so ein Thema angeschnitten, ja. Also echt grausam. Und auch bei allen, auch bei so anderen Sachen haben sie das auch gerne gemacht. Busse. Unsere Fernbus. Ein ellenlanges Thema. Ich kann mich noch dran erinnern, wo wir gerade schon über alte Folgen gesprochen haben. Ich glaube, in der ersten Folge haben wir auch über Fernbusse gesprochen, oder? War das die erste? Das kam also vor 3 Jahren sowas auf. Ja. War das gleich die erste oder war das nicht eine? Ja, aber auf Fernbusmarkt geöffnet. Auf eine ganz frühe Folge, jeden Fall, wir hatten darüber schon mal geredet da. Ja. Und wie macht man das natürlich? Man zeigt Interviews an einem Bahnhof von Leuten, die keine schöne Erfahrung mit der Bahn hatten. Ja. Und dann schneidet man um auf Interviews von Busfahrern, also von Leuten, die Bus gefahren sind. Ja, das ist das Schönste auf der Welt. Und es ist, das ist hier so schön klein und gemütlich. Halt, man kann das auch genauso andersrum darstellen. Man könnte die Leute auf dem Bahnhof interviewen, nimmt sich die Interviews raus, die gesagt haben, oh, ich war gerade pünktlich hier, ich habe noch was gegessen im ICE, ich konnte gemütlich durch den Zug laufen. Das wollen die gar schick. Nicht hören, ne? So ein Bericht. Also. Und dann schneide ich um auf die Leute, die gerade aus dem Bus aussteigen, die sagen, da lief die Klimaanlage nicht. Mir hat so ein fetter Sack direkt daneben gesetzt. Die Sitze sind so klein, dass sie schon halb auf mir drauf an. Und außerdem haben wir 6 Stunden Verspätung, weil wir im Stau standen. Ja, sehr gut, Markus. Also die sollten mich... Wir sollten echt selber Reporter werden. Also die sollten mich mal interviewen. Wenn ich aus dem Zug steige, steige ich zufrieden aus dem Zug. Ja, dann deswegen wollen die das nicht. Die kommen mit der Kamera, sehen dein Lächeln auf dem Gesicht und gehen zum nächsten weiter, naja, der so einen runterhängenden Mundwinkel hat. Ein Lächeln auf dem Gesicht habe ich jetzt nicht, weil ich bin nicht so der immer freudestrahlende Mensch, aber... Nee, aber ich denke mir auch mal, wie läuft es bei sowas? Das ist ja das Gleiche bei den Zeitungsartikeln. Ist es so, man geht so hin zu seinem Chefredakteur, sagt, du, ich mache einen negativen Artikel über die Bahn. Ach super, hier hast du eine Gehaltserhöhung, weißt du? Ja, genau. Warum können die nicht mal positiv berichten? Oder ein bisschen mehr positiv? Sie müssen ja nicht, ich verstehe es nicht. Sie müssen ja nicht mal positiv berichten, aber sie können zumindest mal versuchen, ausgeglichen und objektiv zu berichten und nicht eine Anfangsthese aufzustellen und dann versuchen, alle möglichen Mittel einzusetzen, um diese Anfangsthese zu unterstützen. Also ich glaube, in diesem ganzen Bericht nicht ein positives Argument für die Bahn. Nichts, was sie besser gemacht hat. Also da sind nicht, okay, sie haben sich bemüht, um Ansagen zu verbessern oder die Anzeigen zu verbessern oder sie schaffen 4 Milliarden neue Züge an und wir haben eine höhere Verfügbarkeit von nichts, gar nichts. Und da sitzen die Leute wieder an ihren Stammtischen irgendwo in diesen Eckkneipen und sagen, ja, oh, diese scheiß Bahn, alles schlecht und so und werden damit dann wieder bestätigt in ihrer These. Ja.
sollte sich so ein Reporter mal oder ein paar Reporter so eine Mitfahrgenehmigung holen, irgendwie, dass sie mal ein bisschen bei Regionalzügen, S-Bahn im Führerstand ein bisschen sein dürfen und da mal das so ein bisschen mitbekommen, wie es halt so abläuft. Und das fände ich mal ganz gut, weißt du, das wäre auch mal ein bisschen objektiver berichtet. Na, das Problem ist ja nicht, dass die Leute es nicht können, sondern so funktionieren halt die Medien. Du machst eine Sendung zu einem bestimmten Thema mit einer These und dann schneidest du die Sendung so zusammen, beziehungsweise produzierst sie so, dass natürlich deine These unterstützt wird. Und da Bahnbashing ja allgemein relativ gut ankommt, sagt denn der Chefredakteur, super Ding, das gibt Einschaltquoten. Ja, das befürchte ich eben leider auch, dass das so läuft. Ja. Und was mich halt so geärgert hat, ist so dieses Unreflektierte der Menschen, die das auch gesehen haben. Ich habe am nächsten Tag im Unterricht gesessen, zur Betriebsdienstauffrischung für Ausbilder, und die Leute fanden das toll. Ja, habt ihr gestern auch die ZDF-Zoom-Sendung gesehen? Ja, die war kacke. Was? Ich fand die total toll. Endlich sagen die mal, was wirklich schief geht hier und was, dass das alles scheiße ist. Also, habt ihr einmal darüber nachgedacht, was ihr euch da angesehen habt und wie das dargestellt wurde? Ja, so habe ich das ja jetzt nicht gesehen. Und diese Leute werden dann Ausbilder und sollen dann irgendwie ja auch ein bisschen das Unternehmen repräsentieren bei neuen Angestellten. Na, viel Spaß. Ja. Gut. Wir verlinken die Sendung natürlich, sie ist noch online, noch kann man sie sich angucken. Ich weiß nicht, ob die irgendwann offline genommen werden muss. Bei sowas sollte man sich vielleicht auch irgendwie das runterladen und archivieren. Oh nee, archivieren war schon richtig. Bitte bei ersterem bleiben. Ja, ich hatte ja schon in der letzten Folge berichtet, dass ich jetzt anfange auszubilden. Ich hatte gestern meinen ersten offiziellen Fahrtag. Ui. Bisschen Applaus. Also es war ein Azubi, der jetzt gerade im zweiten Lehrjahr ist. Also quasi den zweiten Tag im zweiten Lehrjahr. Und die dürfen bei uns noch nichts machen. Also die hatten auch noch nicht sonderlich viel gemacht. Die sind nur als Schaffner wahrscheinlich rumgefahren, oder? Genau, die hatten so ein bisschen die Schaffnerausbildung gemacht. Sie haben die Bremsprobeausbildung gemacht. Die G-Module haben sie gemacht, also was ist ein Gleis und was ist ein Bahnhof und was ist die Oberleitung? Und ansonsten sind sie halt ganz viel rumgefahren. Und er meinte, das wäre schon ein Fortschritt, weil Lehrjahre davor haben noch weniger gemacht. Das ist jetzt schon eine Umstellung. Wir haben es ja in der Berufsschule gehört, von denen, die vor 6 Jahren da zu unserer Zeit angefangen hatten. Ja. Ja, da ist es wirklich nicht so toll gelaufen. Also der Azubi war super nett und es hat insofern auch Spaß gemacht, dass man da halt vorne nicht alleine ist. Und das Tolle ist ja, die Jungs bzw. Mädels, wenn da mal eins kommt, die sind ja auch noch so leicht zu begeistern. Das klingt jetzt aber sehr so nach manipulieren. Yeah. Und nee, das nein. Erinner dich doch mal bitte zurück, Flo, wenn wir damals einen ZS1 gesehen haben, dann sind wir ja schon ausgerastet. Ja, oh ja, das haben wir auf Facebook gleich gepostet. Wir durften da mit 40 nur fahren und hin und her und ja. Oh, so was Besonderes war doch noch was. Und dann auch gleich 20 Kommentare von allen, die im Lehrjahr, also im gleichen Ausbildungsjahr waren und so, boah, so toll, wir hatten das nicht auf unserer Fahrt. Genau. Und er war halt leider nur relativ kurz dabei, also von dem, was ich da berichtet habe, dass ich den Zug vorbereitet habe und so, da war er halt nicht dabei, weil er kam aus Augsburg und dann haben die das halt so umgepackt, dass er wirklich nur bei meiner eigentlichen Zugfahrt dabei ist. Aber was war er dann jetzt so zu begeistern, wenn du das schon so ansprichst? Es war das erste Mal, dass er auf der Zug 45 war. Ah. Und das nach einem Jahr schon bei Algor Schwaben, ja, da kommen die wohl wirklich recht spät auf, ja. Aber er hat nicht so Sachen gefragt. Ich dachte, wahrscheinlich bin ich nur ich das. Wenn ich so das erste Mal auf so eine Lok komme, dann würde ich das fragen, so, was ist das und was ist das und was, wie macht man das und was ist das und wie funktioniert das und oh, kann ich mal nach hinten gucken und. Jein, das ist dann halt oft zu viel auf einmal. Mir ging es aber auch so, wo ich dann mit einem anderen bei einem Mitfahrtag mal zusammen war in der Gruppe und dann auch so ein paar Fragen und so, wie, das wusstest du noch gar nicht so, das fragt man doch gleich am Anfang und so, aber. Ich finde halt, wenn man vorher noch nicht so viel Ahnung hat, gerade wenn er jetzt auf die neue Lok kommt, weißt du, dann hat man so viele Fragen im Kopf, dass man vielleicht nur ein, zwei wichtige stellt und den Rest lernt man dann im Laufe der Zeit. Ja. So denke ich. Es hat Lust auf mehr gemacht, auch wenn man nicht festgestellt habe, dass es eigentlich nichts Besonderes war. Am Anfang war das so ganz komisch, so, er spricht mich so an, sind Sie Herr Metzdorf? Echt, der hat mich gesehen? Hätte ich schon fast gesagt, Herr Metzdorf ist mein Vater. Aber wieso sieht's der dich denn? Das verstehe ich. Ausbilder, weil es ein Ausbilder ist. So wie bei der
Ja, aber selbst bei der S-Bahn duzt du doch alle aus. Ja, aber guck mal, wenn du den das erste Mal siehst und das erste Mal kennst, ne, weiß nicht. Das ist, also bei Dingen, Teamleitern ist es was anderes eigentlich, aber bis auf Teamleiter, also duzen wir doch eigentlich so jeden. Also. Ja, auch ein Teamleiter kann ein Ausbilder sein, also so an sich. Ja, ja. Und auch wenn der als Gastfahrer sich meldet und dann duzt du ihn und beim Absteigen merkst du, oh, das war ein Teamleiter, eigentlich hätte ich den ersitzen sollen, so auf die Art. Ja. Nee, aber dass man den Ausbilder echt siezt, boah, das klingt ja sehr... Naja, kannst du dich doch geehrt fühlen, Markus. Aber du magst es nicht, oder? Ich würde es auch nicht mögen. Ja, kannte mich halt nicht. Und wir waren auch vollkommen neu, dass Alger Schwaben irgendwie was am Hauptbahnhof macht, ausbildungstechnisch. Er fragte dann, du bist doch bestimmt bei Oberbayern. Nee, war Alger Schwaben. Oh. Und es war das halt am Anfang so ein bisschen so eine komische Stimmung, auch von mir aus, weil ich hatte so das Gefühl, du bist ja jetzt aus. Bilder? Muss ich jetzt irgendwas anders machen als sonst? Das geht einem ja schon immer so, wenn normal welche halt mit Mitfahrauftrag kommen, die man nicht kennt. Den Fall hatte ich jetzt auch öfter, weil wir ja bei der S-Bahn immer mehr ausbilden, auch immer mehr Kurausbildinge und dann auf einmal so, jetzt ist man einfach mal schon wie so ein Ausbilder eigentlich und derjenige ist vielleicht gerade mal den 10. Tag oder so mal auf dem Zug und fährt da mal mit. Ja. Schon ein bisschen komisch anfangs immer, hast schon recht. Aber es hat sich nach einer Weile gegeben und dann haben wir da lustig getratscht und ist ja gut, wenn ihr die Zeit habt, wenn es nur einmal Deisenhofen und zurück ist, dann hast du in der halben Stunde nicht die Zeit, aber locker zu werden. Ja. Nein, wir sind einmal Memmingen und zurückgefahren, das ist schon ein Weilchen. Leute kennen, ja. Und er durfte dann auch von Mindelheim nach Memmingen mal selber fahren. Stimmt, das ist dein Vorteil, weil du als Ausbilder da das Recht hast, gell? Das darf ich ja nicht, wenn wer mit Mitverauftrag kommt, ist wirklich nur, der fährt mit und ich muss fahren, ja. Genau, das ist ja so das Neue in meiner Position, dass ich dann auch mal ohne schlechtes Gewissen sagen kann, setz dich hin und dann schauen wir mal, ob du das auch hinkriegst. Ja, nicht nur schlechtes Gewissen, sondern dass es halt komplett verboten ist sonst. Ja. Aber ich hatte so das Gefühl, wir waren schon weiter am Ende des ersten Lehrjahres. Ja, wir hatten halt sofort den ganzen Betriebsdienstzeug und so. Und also wir hatten ja eigentlich fast alles im ersten Lehrjahr, was man so wissen muss über die ganze Ausbildung, sage ich mal. Außer natürlich das Fahrzeugtechnische, das kam ja im zweiten dann. Er wollte halt am Hauptsignal wachsam drücken. Ja. Also er hat auch am Hauptsignal wachsam gedrückt und hat festgestellt, ist nichts passiert. Du, den Fall gab es bei uns aber auch, das war bei der EZB-Ausbildung im zweiten Lehrjahr wo dann ZS7 kam irgendwie und da sind wir auch mal signalgeführt gefahren und dann nicht gewusst hat, dass man die Befehlstaste drücken muss, weil da halt gemeint wurde, man darf da dann, wenn ZS7 leuchtet, einfach so dran vorbeifahren und dass auch der 2000 Hertz-Magnet dann erlischt. Also von dem her so Sachen gibt's halt doch immer wieder, dass Azubis nicht komplett mitkommen, so bei allem, ja. Wir hatten jemanden, der hat beim HP2 wachsam gedrückt. Ja, eben, also. Ja. Na gut. Solange es halt dann nicht passiert bei der Endfahrt, bei der Abschlussprüfung halt, ist das ja in Ordnung. Ja. Ja, bis dahin sollte man das, da bin ich ja dann auch wieder dafür, also wenn die dann ihre 40 Fahrschichten haben, um wirklich das Fahren zu lernen, das werden sie dann auch bei mir machen. Und dann sieht das natürlich ganz anders aus, weil wie gesagt, er hatte halt so eine Lernfahrt, das ist halt quasi nur just for fun mitfahren, / fahren, halt um mal zu sehen, wie es in echt läuft, während man selbst eigentlich noch keine Ahnung davon hat. Das hatten aber wir den August über, dann, wenn wir da nicht Urlaub genommen hatten, weiß ich noch, dann durften wir also am Ende vom ersten Lehrjahr, war das ja dann praktisch da 2-3 Wochen lang immer überall mitfahren und das Tolle war ja sogar Regio Bayern weit und nicht nur S-Bahn München, das war ja damals noch nicht begrenzt. Konnte man sich schon schön was anschauen, so von der Region Bayern. Ja, beziehungsweise die Lernfahrten, die wir im ganzen ersten Lehrjahr so verteilt hatten, das war da auch schick, wo du dann auch mit den Ausbildern ganz woanders hingefahren bist. Ja, wenn der Ausbilder Lust hat, der auf 425, dann ist er halt mal schnell nach Rosenheim über die Bankfalltalbahn mit seinen Azubis gefahren und war schon schön, ja. Alles halt natürlich, aber auch so genehmigt, ja. Das ist ja das Schöne bei Ausbildern, die können das mal leicht so machen. Genau. Darf ich dann auch? Also wenn ich sowas habe, dass die Azubis so einen freien Tag haben und ich keine Schicht drin habe, dann kann ich mit denen auch hinfahren, wo sie lustig sind. Dürftest du rein theoretisch passen, oder? Ja gut, du hast halt keine Streckenkenntnis, aber normal spricht nichts dagegen. Ja, muss halt der Original-Lokführer vorne bleiben. Ja, weil das hatten wir ja auch mit dem 642-Netz, da hatte unser Ausbilder ja auch auf einer Strecke keine Streckenkenntnis und da sind wir dann auch einfach lang gefahren, weil der halt eben eine 642 hatte und der andere hat dann ein bisschen so zugeschaut dann, ja. Genau. Da muss halt der richtige Lokführer die Streckenkenntnis machen und aber ich darf es halt nur bei Fahrzeugen, die ich auch selber habe. Also ich könnte jetzt nicht mich mit ihm auf die Elfer setzen und sagen, dann fahr mal Elfer. Ja.
Also wir können uns zwar auf die Sinn selber machen. Setzen, und aber dann müssen wir halt beide daneben stehen. Das wäre ja auch für dich blöd. Stell dir mal vor, dann gibt's lauter Fragen und du als Ausbilder sagst dann, weiß ich jetzt auch gerade nicht, müssen wir mal den Lokführer fragen. Also das wäre ja eine blöde Situation, dann auf dem Fahrzeug, wo du selber keine Ahnung hast, auszubilden. Ja, aber was ich halt lustig fand, ich habe mich auch mit den anderen Ausbildern, die es auch schon ein bisschen machen, unterhalten. Ich finde es auch total toll, mal S-Bahn zu fahren. Ja doch, ich kann es mir als Abwechslung schon vorstellen. Dauernd S-Bahn ist doof, aber wenn man es ab und zu mal hat, dann... Ich habe nichts gesagt. Genau, das fand ich halt so, fand ich irgendwie amüsant, dass dann die Azubis von Regio es auch total toll finden, mal S-Bahn zu fahren, während die S-Bahn-Azubis es eigentlich viel toller finden, Regio zu fahren, ja. Ich hatte nur ein einziges Mal einen dabei, ja, der eben gemeint hat, der will auch mal was anderes jetzt als nur seine Elfer, seine Lok da haben, aber im Endeffekt war er dann doch vom Lokfahren mehr angetan als vom 423, also vom Mitfahren hat er es ja nur gesehen, aber alleine wie halt eben das Führerpult aufgebaut ist mit einem Verbremshebel und so, das hat ihm dann optisch nicht so zugesagt, scheinbar. Lukas, wie läuft es denn bei dir in der Ausbildung? Bist du jetzt endlich mehr gefahren? Ja, also jetzt in den Sommerferien sind wir sehr viel gefahren und wir sind auch relativ viel rumgekommen. Also mal nach Basel, mal nach Karlsruhe, dann mal nach Emden an die Nordsee, das war besonders schön. Und Basel, das ist ja schon eine Strecke, eine ordentliche. Ja, also Basel hin und zurück ist maximale Schichtzeit ausgenutzt. Also das ist das Weiteste, was wir fahren. Und Emden war jetzt nur eine Gastfahrt hin, aber dann halt eine richtige Fahrt zurück. Das war dann halt ganz lustig, weil da halt noch überall Formsignale stehen auf der Strecke und muss man halt auch mal gesehen haben. Aber die kommen doch jetzt weg dort oben, oder? Die kommen jetzt auch weg, ja. Da werden also die ganzen KS-Signale mit dem Hubschrauber eingeflogen, so war das doch, ne? Mensch, der Philipp ist ja informiert. Ja. Also das weiß ich jetzt nicht, da habe ich das zuletzt gesehen, dass das auf der Marschbahn so ist, also auf der Strecke nach Westerland. Ach, oder dann ist es dort, ja, ist okay. Dann genau, das, aber es ist, du hast schon recht, also auf der Strecke nach Emden hoch, da bei Papenburg und so weiter, da werden schon überall die Kabelschächte neu gemacht für die KS-Signale. Ja. Und das war eine lustige Geschichte, weil... ich sag mal, für einen Fernverkehrslokführer ist es ja mal was Besonderes, wenn er mal eine Lok aus dem Regionalverkehr fahren darf. Und ich sag mal, unsere 146.5 ist ja im Prinzip nichts anderes als eine ganz normale 146. Also da hat sich ja nichts verändert. Und deswegen war es mal ganz interessant, auch mit dem FIS das selber einzustellen, mit diesen Ansagen, die da automatisch kommen. Also dieser Doppelschock Intercity ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Habt ihr schon über das Rangieren gesprochen? Rangiert haben wir jetzt letzte Woche, die ganze Woche, also beziehungsweise diese Woche und davor halt ein bisschen Theorie gemacht. Und das war auch ziemlich interessant, muss ich sagen. Also man hat sich das halt am Anfang relativ einfach vorgestellt. Naja, man gibt halt so ein paar Handsignale und so weiter, so schwer wird das schon nicht sein. Ja, und dann macht man es aber mal wirklich und fährt wirklich durch so ein weichen Vorfeld, wo sich der Zug wie so eine Schlange windet und du siehst halt ständig den Signalgeber nicht und weißt halt nicht so richtig, naja, soll ich jetzt anhalten, soll ich jetzt nicht anhalten? Na, der kommt ja hoffentlich gleich wieder und so weiter. Also Rangieren war schon ziemlich interessant, muss ich schon sagen. Und man hatte außerdem auch nochmal die Gelegenheit, so ein bisschen an den Fahrzeugen auszuprobieren, wie funktioniert das und was passiert, wenn ich hier den Schalter drücke und wenn ich da die Sicherung rausnehme und so weiter. Also das war wirklich richtig toll. Vor allen Dingen, weil wir hinterher auch noch mit einer Großdiesel-Lok rangiert haben. Nicht nur mit der kleinen V60, sondern dann am letzten Tag noch mit der 218. Das war ziemlich, ziemlich gut. Mit der 218 rangieren? Oh ja. Vor allen Dingen, das war so eine Rangierabteilung mit zwei Intercity-Wagen und einer 218, also leicht übermotorisiert, aber naja, die Rangierfahrt ging dann etwas schneller, also auf jeden Fall von der Beschleunigung her. Ansonsten ist ja bei 25 leider Schluss. Ja, eben, leider. Ja. Ja. Richtig, ja, bei uns in Köln ist das leider mit Ansage des freien Fahrwegs, gibt's halt leider nicht. Deswegen, das gibt's, glaube ich, kaum irgendwo. Das gibt's auch in Augsburg, ich hab's schon zweimal gehabt, Ansage freier Fahrweg. Echt? Wo? Wahnsinn. Ja, vom Hauptbahnhof raus in die Abstellung. Was, dort ist das erlaubt? Echt? Wüsste ich jetzt gar nicht. Ob das erlaubt ist, ist mir egal. Also ich, ja, wenn es im Streckenbuch drinsteht, dann... Nein. Ich muss ja nur auf die Voraussetzungen achten, die für mich gelten. Ja. Das heißt, ich muss an der Spitze des Zuges sein, alle Bremsen müssen geprüft und so weiter. Und es muss ja die Voraussetzungen für mich erfüllt sind und der Fahrdienstleiter das ansagt, ist es für mich gültig. Das habe ich nie gehört, dass man das am Münchner Hauptbahnhof machen darf. Nicht am Münchner, Augsburg. Ach, am Augsburger war es okay. Weil Münchner, wenn es wäre, dann würde man das ja wahrscheinlich wissen. Ja.
Nee, Augsburg Hauptbahnhof. Und dann da ist es auch nicht, da ging es auch nicht über die irgendwelche Nebel, sondern auf dem Hauptgleis rangiert. Deswegen ist es da wahrscheinlich auch kein Problem. Also bei uns da in der Ecke, so Köln, Düsseldorf und so weiter, da ist das, glaube ich, überall nicht erlaubt. Also bei uns in Köln ist es sogar so heftig, dass da immer alle Fahrzeuge an der Hauptluftleitung sein müssen beim Rangieren. Normalerweise kannst du ja sagen, ja, bis, weiß ich nicht, 40 Achsen rangiere ich ohne durchgehende HL. Ja, und bei uns immer alles an die HL, auch wenn das nur ein Wagen ist. Das ist irgendwie ziemlich krass. Kurioserweise wird das nirgendwo, das finde ich auch komisch. Wir haben das ja auch in der Ausbildung gelernt, du gabst 40 Achsen ungebremst rangieren. Mhm. Ich habe das noch nie gesehen, dass das gemacht wird. Doch, in Gremberg bei uns. In Köln-Gremberg beim Rangierbahnhof. Da machen die das wirklich. Da ist das auch erlaubt. Aber ansonsten, so im Personenverkehr, ne. Ja, genau. Also, ich meine, da kommen sie mit ihrer V60 da an. Da haben sie dann auch diese automatische Rangierkupplung dran. Aber trotzdem steigen die immer ab, schließen noch die Luft an. Ja. Und ich sage, meine Güte, ihr könnt doch jetzt den einen Wagen da so schnell hin und her, ne? Ja, vor allen Dingen, die Praxis ist halt doch so, dass man sagt, naja, wenn du gerade, sag ich mal, auf dein Sperrsignal zufährst, auf deinen Wende-LS, dann ist es halt doch so, dass du halt runterbremst mit der HL und halt die letzten 10 km/h bremst du mit der Zusatzbremse, weil es einfach viel genauer ist. Du kannst viel direkter agieren und ich meine, klar, machen soll man es vielleicht nicht, aber... Ja. Nö, du kannst beim Rangieren kannst du die Zusatzbremse benutzen, darfst du nur bei der Zufahrt. Ja, gut, okay, das stimmt schon. Aber ich meine, wenn ich jetzt einen Zug habe mit 9 Wagen oder so und ich bremse nur mit der Zusatzbremse, ist das, glaube ich, auch nicht auf Dauer nicht so toll, weil, naja, ich habe ja die HL eh angeschlossen, dann kann ich auch damit bremsen. Aber nee, das ist ganz klar, wenn du also damit 25 irgendwo rangierst und den ganzen Wagenzug dann anhalten willst, dann machst du es natürlich mit der Zugbremse. Wenn du aber irgendwo ganz langsam rauffahren willst, also gerade so kuppeln mit dem gesamten Zug, dann musst du da mit der direkten Bremse arbeiten, weil so genau kriegst du es mit der Zugbremse nicht hin. Ja, genau. Das haben wir dann auch gemacht, immer wenn wir auf den Zielpunkt quasi zugefahren sind, haben wir das alles immer mit der Zusatzbremse gemacht. Anders ging das gar nicht. Ja, genau. Mit 18 arrangieren, das ist schick. Ja. Vor allen Dingen, es gehörte noch ein bisschen quasi Vorgeplänkel dazu, weil bei uns die 18er, die steht ja nicht einfach so rum, sondern das sind ja bei uns in Köln die beiden Abstellblocks. Und wir mussten halt erst bei der Verkehrsleitung anrufen und fragen, hört mal, wir nehmen uns eine von den 18ern, wenn was ist, ruft uns bitte sofort an und so weiter. Dann mussten wir damit zur Drehscheibe das Ding erstmal drehen. Dann mussten wir diese Adapterkupplung, also die Hilfskupplung für den ICE abmachen. Das ist ein super schweres Teil. Also das ist wirklich, allein schafft man das kaum, die abzumachen. Und dann konnten wir erst rangieren. Und das Gleiche mussten wir natürlich auch wieder beim Abstellen machen, weil an dem Tag war es halt so, dass an dem Abend noch eine Abschleppprobe mit dem neuen 412, mit dem neuen ICE 4 auf der Schnellfahrstrecke gemacht wurde. Und da mussten wir halt die beiden 18er wieder herrichten für Doppeltraktionssteuerung und so weiter. Also hier dieses 36-polige Steuerkabel, da haben wir dann auch mal gekuppelt, um das zu sehen. Ist halt auch ganz interessant. Und dann durchtesten, ob überall die H-Bremse funktioniert und so weiter, dass ich die Gruppe 2 auch von vorne starten kann und so. Muss man ja alles dann testen. War interessant. Auf jeden Fall. Besser als V60. Ja, ist auf jeden Fall mehr dran. Und mit Adapterkupplung meinst du diese Übergangskupplung, die aus der Schraubenkupplung, die Scharko macht, damit ihr ICEs abschleppen könnt. Und die ist quasi standardmäßig schon an den 18ern dran. Genau. Weil, wie du gesagt hast, die ist ja zum Abschleppen der ICEs da. Und wenn ihr jetzt damit einen Wagen rangiert habt, dann muss sie natürlich vorher runter. Genau, richtig, so war das halt. Und weil wir halt nicht wussten, wo wir jetzt immer kuppeln, haben wir halt gesagt, wir machen die einfach ab, legen die beiseite und machen sie hinterher halt wieder dran. Und ich meine, jeder, der schon mal die beiden Abstellblocks gesehen hat, man erkennt die halt sofort an dieser Hilfskupplung, die halt dafür extra für die Scharfenbergkupplung da ist. Und die ist halt ziemlich massiv und deswegen auch ziemlich schwer. Und die hängt man einfach am Zughaken ein. Und warum musstet ihr die jetzt noch auf einer Drehscheibe drehen? Und wieso habt ihr noch eine Drehscheibe? Also ja, in Köln haben wir, in Deutzerfeld haben wir eine Drehscheibe. Ich weiß aber nicht mehr, ob die funktioniert. Und bei uns im Betriebsbahnhof ist das normal. Da haben wir ja immer eine Drehscheibe. Die wird auch regelmäßig benutzt. Und wir haben die 18er gedreht, weil irgendwas... Warum haben wir die nochmal gedreht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Irgendwas war auf jeden Fall mit der einen Seite, dass wir da nicht vernünftig kuppeln konnten oder so. Also wir mussten sie auf jeden Fall über die Drehscheibe fahren. Und naja, das war halt auch ganz lustig, weil als wir die zurücksetzen wollten, es ging halt auf den Feierabend zu und wir wollten sie halt wieder drehen, sind wir Richtung Drehscheibe gefahren, haben die Drehscheibe auch richtig gedreht, dass wir drauf fahren konnten, sind drauf gefahren, wollten die Lok drehen. Ja, Drehscheibe funktioniert nicht mehr. Toll. Und Pech gehabt. Dann 10 Minuten warten, erstmal Motor ausgemacht, 10 Minuten gewartet, was kann man hier machen? Erstmal den Hauptschalter ausgemacht, wieder eingelegt, dann nochmal 5 Minuten warten und die Drehscheibe funktioniert wieder, klasse. Ja, das war so ein Handbetrieb, oder? Die hatten Handbetrieb irgendwo, aber keiner weiß wo. Ich glaube nämlich, da muss man erst so einen Schrank aufmachen, da muss man sich dann die Kurbel rausholen, da muss man die irgendwo einstecken, dann muss man ja auch noch die Zunge, die die Drehscheibe in ihrer Position festlegt, muss man dann auch noch manuell zurückkurbeln. Und also es ist super aufwendig, das manuell zu machen. Und normalerweise funktioniert die halt hydraulisch beziehungsweise elektrisch. Und sie hat ja noch funktioniert. Und wir haben uns gefragt, ja, wir sind jetzt mit der 18er hier draufgefahren, haben wir die jetzt kaputt gemacht oder was? Aber naja, ist halt so. Oh. Und warst du mit auf der Lok, als ihr auf die Drehscheibe draufgefahren seid? Ja, ich habe die Lok auf die Drehscheibe gefahren. Oh cool, das ist doch ein total geiles Gefühl, wenn man da plötzlich auf dieses, ich meine, da ist ja dann noch so ein bisschen ein kleiner Höhenunterschied, wenn man da drauf poltert. Oh ja. Das ist total geil. Ja, vor allen Dingen, das Lustige war, mein Ausbilder sagte mir halt vorher, ja, du kannst bei der 18er ziemlich gut zählen. 1, 2, 3, 4, weil du hörst halt immer das Scheppern, wenn die Achse über die Schwelle zwischen der Schiene und der Drehscheibe fährt. Da weißt du sofort, wenn du drauf bist. Du musst einfach bis 4 zählen, drauf, fertig. Das war klasse. Und beim Zurückfahren war halt das Lustige, dass auf dem Ausfahrgleis liegt noch ein Prüfmagnet für die PZB. Und ich habe den halt erst relativ spät gesehen und dann ist mir eingefallen, oh, Prüfmagnet, die Befehlstaste musst du einlegen. Ne? Und ich war das halt gewohnt, dass bei unseren LZB-Fahrzeugen muss man ja die Befehlstaste gedrückt halten. Bei der 18er legt man die einfach ein, Raststellung, dann bleibt die einfach da, wo sie ist. Und das war schon lustig. Genau. Das mag ich ja beim 440 auch so. Ja, es ist schon nicht schlecht. Ja. Aber in Steinhausen brauchst du es ja normal nirgends. Du hast ja keine 2000 Hertz mehr. Ja, wenn du über den Westen umsetzt, dann schon. Ah ja, gut, stimmt. Das hatte ich mit 440 eigentlich nie. Stimmt. Echt? Habe ich schon so oft umgesetzt mit dem 440. Bei mir waren die immer kaputt. Ich hatte die ja immer batterietot und irgendwo anders hin zum Schleppen. Davon haben wir auch einen auf dem Hof, aber der ist dauerhaft kaputt. Der fährt lange nicht. Einer ist gut. Es waren damals 5 oder 6. Irgendwann waren alle 5 Teiler bei uns und gingen nicht mehr. Genau. Ja. Nee, aber die Drehscheibe bei uns in Köln, die wird regelmäßig benutzt, weil an der Drehscheibe halt noch Abstellgleise sind, wo schon mal 20er stehen, 1er stehen, manchmal steht da auch eine 10er, je nachdem. Also, die werden schon benutzt. Benutzt ihr die auch, um Steuerwagen zu drehen? Weil das ist so der Anwendungsfall, den gibt's wohl, also der fällt mir so als erstes ein, Steuerwagen in die falsche Richtung stehen. Weil bei einer Lok in die falsche Richtung ist es mir eigentlich Schnuppel, der hat vorne und hinten Lok ist ja quasi symmetrisch aufgebaut, aber ein Steuerwagen hat ja nur auf der einen Seite hin Steuerwagen. Also ich habe es bisher noch nicht gesehen, aber das gibt's bestimmt. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre auch der einzige Grund, warum man die Drehscheibe wirklich noch erhalten müsste, aber ja. Also es ist halt so, dass die auch deswegen genutzt wird, weil wenn man sich das Gleisvorfeld da anguckt an der Drehscheibe, ist es halt so, die Gleise münden alle in die Drehscheibe. Das heißt, wenn du mit der Lok voraus reinfährst und du brauchst die Lok gerade irgendwo anders, dann musst du zwangsläufig über diese Drehscheibe fahren. Ja. Du kommst gar nicht anders weg. Und deswegen ist es auch so, also Weihnachten letzten Jahres ist aus Versehen beim Rangieren ein Intercity-Wagen in die Drehscheibe reingefallen. Und die war dann auch etwas beschädigt und die war innerhalb von 2 Wochen wieder betriebsfähig. Also die ist ziemlich wichtig. Deswegen wird da sowas auch sofort repariert. Und ja, das sagten die auch im Stellwerk dann, ja, wir müssen hier immer Gleise frei halten, weil jetzt, wo die Drehscheibe nicht funktioniert, ist das hier alles Mist. Und deswegen, ja, wurde das schnell repariert. Ja. Wir haben hier in München weit und breit keine Drehscheibe mehr. Und wenn wir hier Steuerwagen drehen müssen, dann hängen wir die alle aneinander, die gedreht werden müssen, und machen dann eine der berühmten Drehfahrten. Ja, das machen wir bei uns nur mit den ICEs, Drehfahrten. Ja. Wenn die falsch rumgereist sind. Die ICEs kann man schlecht auf die Drehscheibe stellen. Ja, das stimmt. Da kann man leider nicht drauf stapeln auf der Drehscheibe, das hält die nicht aus. Stapeln. Vielleicht so hochkant und dann
Ja, okay. Ist schwierig, aber da ist auch noch Oberleitung drüber, ist ja doof. Ja. Die kannst du wegschieben. Achtung, tolle Überleitung. Vielleicht kann man sich ja dazu was im Zuglabor ausdenken. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt möchte er davon noch ein Lob haben. Genau. Da haben wir ein paar Videos dazu gefunden. Also das DB Zuglabor, für die, die es nicht kennen, da geht es um Befragungen von Fahrgästen, was die denn jetzt zum Beispiel gerne verbessern würden, und die Bahn stellt da irgendwelche neuen Technologien oder zum Beispiel auch einfach nur neue Sitze vor. Das Ganze ist in Miltenberg, war es, glaube ich. Das muss irgendwo im Bereich Franken sein, oder? Philipp, du kennst dich doch überall so gut aus. Was? Ich? Ich habe meinen Namen schon wieder gehört. Ja, da haben wir es. Regierungsbezirk in Unterfranken. Siehst du, genau. Ich wusste es doch. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ja. Aber zu spät. Ja. Genau, dort hat eben die Bahn dieses DB Zuglabor inzwischen, das ist halt fest ansässiges. Dort werden halt diese Befragungen durchgeführt. Und da kommen halt dann so Sachen raus. Zum Beispiel war jetzt hier bei dem letzten Video die Frage nach den Klängen und nach dem Licht in den Zügen, weil man kennt es ja gerade bei diesen neuen Dostos, die haben ja dann gerne mal diese kaltweiße, bläuliche LED-Beleuchtung, die ja dann doch arg grell ist. Und da gab es ja dann Ideen dazu, zum Beispiel auch die Beleuchtung tagesabhängig anzupassen, also dass das Licht dann abends ein bisschen gelblicher, bräunlicher wird, damit es ein bisschen gedimmter ist und tagsüber dann aber ruhig schön hell sein kann. Und was war noch? Ja, dann ging es halt auch um zum Beispiel die Türöffnungstöne und die Türschließtöne. Jeder kennt ja dieses nervige Piepen, wenn die Türen sich schließen. Gerade beim 440 ja so toll, gell, Markus? Der Bahnton. 440 finde ich es noch angenehm. Wo bin ich mal? S-Bahn Frankfurt. Die haben doch da diese ich glaube, war das bei dem umgebauten 423, der diesen grausamen Türschließpiepton hat? Es piept so schnell, so piep, 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 irgendwie so ganz hoch und schnell hintereinander. Aber beim 440 ist doch so beep, so ein tiefer, langer Ton. Also den fand ich bisher am nervigsten von allen Fahrzeugen, die ich schließen gehört habe. Und da gibt's halt auch so Ideen, können wir ja verlinken in den Shownotes, dieses YouTube-Video, so als Melodie das zu machen, hat die Bahn vorgestellt. Türöffnungsmelodie und auch beim Schließen der Melodie, und kam bei den Befragten wohl ganz gut an. Das sind aber eben so Sachen auf länger gesehen, sag ich mal. Also das ist jetzt nicht so, dass die Sachen, die da getestet werden und dann auch für gut befunden werden, sofort umgebaut, eingebaut werden, sondern einfach nur ein bisschen so Marktforschungsergebnisse halt sammeln und dann, wenn mal Umbauten anstehen, vielleicht das ein oder andere realisieren. So wie zum Beispiel jetzt aktuell, wo die Südostbayernbahn dran ist, haben wir auch einen Artikel dazu, dass die einen Innovationszug entwickeln wollen, wo dann auch viele neue Innovationen, unter anderem halt WLAN zum Beispiel, in den Wagen eingebaut werden soll. Oder auch sogenannte, wie heißt das, Augmented Virtual Reality Fensterscheiben, wo dann zum Beispiel Informationen zu Sehenswürdigkeiten gegeben werden sollen, bei denen man gerade vorbeifährt. Also klingt alles arg nach Zukunftsmusik, wird aber jetzt die nächsten Monate dann eben speziell für die Südostbayernbahn so ein Dosto-Wagen dahingehend umgebaut. Und sind wir mal gespannt, wenn der in Betrieb ist, was dann da wirklich alles zur Anwendung kommt und wie es letztendlich umgesetzt wird. Ich finde das ja ziemlich ein Humbug alles. Ich finde es gut. Haben wir schon zwei Meinungen. das sind so Fragen, die, ja, ich weiß, es klingt jetzt doof, aber hat die DB nicht ganz andere Probleme als die Lichtfarben? Nein, es ist wirklich durchaus ein Problem, wo ich auch oft höre, auch von Leuten, die jetzt nicht so, sag ich mal, Bahnfreaks oder so sich mit Bahn viel auskennen, aber halt öfter im Zug pendeln. Und die dann durchaus sagen auch, wir haben jetzt hier neue Züge auf unserer Strecke im Einsatz, mit dem ich in die Arbeit fahre, aber der hat so ein nervig grelles Licht und so, wenn ich da in der Früh um 6 Uhr einsteige in den Zug, noch halb verschlafen bin und dann will ich einfach noch ein bisschen die Augen zumachen und es geht nicht durch dieses grelle, helle LED-Licht. Also ja, das aber dafür durchaus brauche ich dafür ein Labor, um rauszufinden, dass das Licht zu grell ist? Ja, dass man die richtige Kelvin, die richtige Farbtemperatur findet, um dann zu sagen, okay, das ist das Perfekte. Oder eben so, wie sie es ja planen wollen, auch, dass man sagt, tageszeitabhängig, dass man einfach tagsüber die Beleuchtungsart ändern kann, je nachdem, wie man es gerade braucht. Vielleicht auch mit Lichtsensoren dann eben umgesetzt. Und das ist halt die Zukunft. Es gibt ja ein eigenes Design dafür, so ein Lichtdesign, wo man ja auch bei Gebäuden oder bei irgendwelchen neu errichteten Plätzen und Bahnhöfen immer drauf achtet, und es kommt sowas halt dann auch allmählich in Zügen zum Einsatz. Also wenn ich bei der Bahn Sparmöglichkeiten aufdecken sollte, dann wäre das eins davon. Aber das ist ja gerade was Neues. Das ist ja was, wo man doch vor 2-3 Jahren gesagt hat, man spart, man nimmt einfach die LEDs oder die Beleuchtung, die der Hersteller hier gerade hat, und
jetzt will man halt eben da ein bisschen dem Kundenwunsch nachkommen, wie halt die Mehrheit das Licht gerne hätte. Ja, ist ja kein großes Projekt, wo jetzt viel Geld ausgegeben wird, sage ich mal. Es war ja jetzt ein oder zwei Tage, haben wir ja dieses DB-Zuglabor zu Klängen und Tönen gemacht, haben das halt eben entwickelt und dann vorgestellt. Das gibt's ja dauerhaft. Also das ist richtig, ist ja, aber da wären ja auch Sitze zum Beispiel. Und das ist ja ein Punkt, da bist du wohl auch dafür, dass man eben mitentscheiden soll, was für eine Art von Sitz oder auch was für für Stoff, für ein Muster hat jetzt dieser Sitz, nicht? Nee. Also ich finde das sind Sachen, ich finde es toll, dass die Bahn da eben Einfluss ihren Kunden gibt. Also ich klar finde ich es toll, dass die Sitze bequem sind und dass da die ordentliche Stoffe drauf sind, die auch sauber aussehen und die sich leicht waschen lassen. Aber muss ich dafür so ein Zuglabor machen? Reicht es nicht, wenn ich mir da die Stoffe raussuche, die in Ordnung sind und dann entscheide ich halt eben, welche davon gut sind? Ja, aber so hast du eben Einfluss und kannst halt dann auch sagen, wenn es doch nicht schön ist, ja, tut uns leid, die Mehrheit wollte das so. Weißt du, es ist wie bei so einem Volksbegehren, Bürgerbegehren, wenn man die Bürger abstimmen lässt, ob die den Transrapid wollen oder nicht. Es kommt halt immer schön an, wenn man sagt, man lässt den Leuten auch eine Wahl, eine Möglichkeit und wir nehmen eben auch Einfluss drauf, was ihr sagt. Also ist doch eine nette Geste von der Bahn. Außer natürlich, die Bahn sagt, uns sind die Ergebnisse egal, wir wollen eh nur sparen und auch wenn ihr ein schönes neues Licht wollt, das gibt's einfach nicht. Kann natürlich auch sein, aber genau, das ist ja dann das nächste, weißt du, da investiere ich im Jahr 100.000 Euro, um da dieses Zuglabor zu betreiben und im Endeffekt sitzt dann bei Regio ein Entscheider, der sagt, okay, ich muss auf unter 10 Euro pro Kilometer kommen, Hauptsache da ist Licht drin. Ja, das ist natürlich die einzige... Licht ist die Anforderung von der BEG, ist in Ordnung. Aber dass es jetzt eine besondere Farbe hat, kann ich mir nicht leisten. Das ist natürlich die einzige, sag ich mal, schlechte Sache dran, wenn es natürlich um Ausschreibung und Wettbewerb geht und die DB jetzt durch das, dass sie eben da neue Innovationen in Züge einbringen will, mehr Geld praktisch insgesamt für den Vertragszeitraum benötigt und deswegen nicht das wirtschaftlichste Angebot hat, dann wäre das natürlich schon ein Fail, wenn man so schön neudeutsch sagt. Aber im Grunde finde ich es eine nette Idee von der Bahn. Also DB macht weiter so mit eurem Zuglabor. Was sagen denn Philipp oder Lukas dazu? Ja, ich weiß ja nicht, ist das jetzt nur für Regio gedacht? Weil ich sag mal so, wenn du... Ja, es sind immer nur Regio-Züge vorgestellt worden bisher hier, so. Also bei diesen Zuglabortests hier. Haben die immer nur Regio-Züge gezeigt? Ich weiß gar nicht, heißt es nicht sogar DB Regio Zuglabor? Okay. Das Zuglabor ist von DB Regio. Ja, okay, weil wenn das jetzt, ich sag mal, wenn die da jetzt Untersuchungen machen würden, auch für den Fernverkehr oder so, da kann ich mir schon vorstellen, dass das sinnvoll wäre, weil wenn ich jetzt mir überlege, ich fahre von Köln nach Berlin und sitze da 6 Stunden in einem Zug und das Licht ist so grell, wenn ich jetzt abends unterwegs bin, das Licht ist so grell, dass ich mich nicht entspannt hinsetzen kann oder hinlegen kann, weil dann auch noch der Sitz nicht gemütlich ist und so weiter. Da würde es ja wirklich Sinn machen. Ich wüsste jetzt aber nicht, dass im Regionalverkehr sich schon mal jemand beschwert hat, oh, das Licht ist mir jetzt aber zu blau hier. Ich habe schon ein paar gehört. Und es gibt ja auch Regionalzüge, gerade hier in Bayern. Ich weiß nicht, wie es woanders so ist, aber da haben die schon mal einen langen Lauf, wo du schon mal 2 Stunden in so einem Regionalexpress sitzen kannst, weil es parallel halt keinen Fernverkehr gibt dazu. Und 2 Stunden von 6 bis 8 oder so morgens ist dann schon eine ordentliche Strecke, sag ich mal, wo man halt einen möglichst bequemen Zug will. Und man sonst sagt, wenn alles so alt, dreckig, keine Ahnung wie ist, das habe ich jetzt letztens im München-Nürnberg-Express gemerkt, wo er immer heißt, der wäre so toll angeblich. Also auf die Toilette in diesem IC-Wagen kannst du da echt nicht gehen. Das ist ja sowas von vergammelt gewesen. Und da kann ich Leute verstehen, die dann sagen, okay, sie fahren lieber Auto, als mit so einem Dreck mehr oder weniger zu fahren. Ja, also... Auch Toilettendesign ist ja auch so eine Sache, wo bei neuen Zügen dann wieder mehr zur Anwendung kommt. Da stimmen wir dir alle zu. Hier ist eine Toilette und das war's. Das ist ja gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, muss ich für eine saubere Toilette ein Zuglabor betreiben? Zumindest was für Farben hat diese Toilette? Marmorfarben? Da sitzen 20 Leute, die nur dafür bezahlt werden, um sich darüber Gedanken zu machen, welche Farbe jetzt genau das Licht haben soll. Das ist halt, das verstehe ich nicht. Ich habe nichts dagegen, Leute, dass die Klos sauber sind und dass die Farbe angenehm ist und dass mir kein Scheinwerfer ins Gesicht scheint, sondern dass da eine angenehme Lichtstimmung drin ist. Aber muss ich dafür ein Zuglabor betreiben? Ja, ich schätze mal, die Leute kriegen eine ganz geringe Aufwandsentschädigung. Ich kenne es ja auch, ich habe auch mal so Testungen für Lebensmittel und so gemacht, weil hier in der Nähe so ein Labor ist. Und da kriegst du dann so 15 Euro oder 20 Euro für das, dass du irgendwie Lebensmittel testest. Nein, die DB-Mitarbeiter, die das betreiben. Die meinst du, ja, Leute, das ist logisch, dass die natürlich... Die sind voll angestellt und die kriegen wahrscheinlich auch noch mehr Gehalt als jeder Lokführer. Und ich finde das, also diese Tests, ich meine, ich habe ja auch schon gelesen, dass getestet wird, ob wir nicht vielleicht Musik in den Zügen abspielen sollen. Ja, genau, das war auch so ein Thema, ja. Dann hat der Blog eine Bahn neulich gepostet, dass jetzt die Ausstattung für die Aufenthaltsräume für die Bahnhöfe neu getestet wird. Da sage ich,
ich brauche einen beheizten, sauberen Raum. Und ob da jetzt Bänke drin sind oder die Bänke, das ist interessiert nicht. Wir schaffen es noch nicht mal, beheizte, saubere Räume. Aber du, da finde ich, würde ich viel mehr bei den Verwaltungsleuten, wenn man sich überlegt, was für riesige Marketingabteilungen es zum Teil gibt. Da gibt's von der Regio von Frankfurt was, da gibt's von der Konzernzentrale in Berlin was, dann hat zum Beispiel die S-Bahn München eine eigene Abteilung mit 5 oder 6 Mitarbeitern. Da finde ich, die kriegen für nichts tun eigentlich so gesehen viel mehr gezahlt, als wie hier, wo wenigstens dann so Sachen getestet werden und doch immer wieder was Neues geprüft wird. Also da sehe ich mehr Nutzen drin, als wie in irgendwie Verwaltungsangelegenheiten, wo die Leute vielleicht nur alte Beamte sind, die dann unkündbar sind und deswegen den Posten noch haben. Ja. Marketingabteilung ist ein gutes Stichwort. Aus der Marketingabteilung kommt auch der neue Rap-Song von DB Regio. Habt ihr den schon gehört? Ja, ja. Habe ich mir vorhin das Video ist angeschaut. Ist nicht drum rumgekommen. Dieses, ihr kanntet ja eigentlich den Interpreten, also diesen, ja. Wie heißt der? Irgendwas mit Fresh? Na, Echo Fresh, das ist ein Rapper, natürlich kennt man den. Rapper, den schon seit 20 Jahren oder so, oder 15 Jahren, glaube ich. Okay, also in Deutschland ich oute mich gerade als Nicht-Rapper. Ja, okay. Du, ist auch nicht schlimm, ich bin da auch keiner. Ich habe den immer nur negativ, wenn ich den im Radio oder sonst wo gehört habe, dann musste ich abschalten, weißt du, daher kenne ich den Namen. Das ist gut, wenn man sich so einen Namen merkt von so Interpreten. Weißt du, wann man abschalten kann. Ja, ich kenne ihn ja jetzt auch nur so von einigen Liedern, so jetzt durchgehend hören tue ich ihn auch nicht, aber so an sich, das Lied ist jetzt gar nicht mal so... Das Video ist gut, ganz ehrlich, ja, das Video ist sehr, das, sehr lustig, sehr nett, ja. Sehr toll. Ich finde den Text sehr geil, also wenn man so mal auf den Text achtet, fand ich das... Wir sind zwar oft ziemlich spät, aber ansonsten ziemlich straight. Ja. Ja. Sehr geil. Ja, also wir verlinken die natürlich, aber ich glaube, jeder, der uns hört, der hat auch diesen Rap-Song schon gehört. Der ging ja durch Facebook und durch die Richtung. Ja. Er wird wahrscheinlich nicht im Radio laufen, aber ich finde, verdient hätte er. Naja, vielleicht. Nee, nicht. Vielleicht. Nicht. Das Video im Fernsehen ohne Ton, ja, aber nicht im Radio ohne Bild. Ja, so sauber wie in diesem Video waren die Fahrzeuge wahrscheinlich noch nie. Also die Endszene da, wo die da noch den 442 sauber machen, ja, sollen den schon lassen. Schön sauber. Braucht's keine Waschanlage mehr, die Millionen kostet. Also Markus, da können wir einsparen. Ja, Hirschgarten wieder abreißen oder es gar nicht hätten bauen lassen sollen, die Waschanlage, sondern so junge Mädels einstellen, die das ja scheinbar gerne machen, so wie die im Video ausschauen. Ja. Genau, das machen wir dann direkt am Hauptbahnhof und dann machen wir bitte noch einen Zaun drumherum, weil jeder, der zugucken will, darf dann doch noch eine Mark bezahlen. Oh ja, schon haben wir wieder eine Geschäftsidee. Und schon gewinnen wir jede Ausschreibung, weil wir wieder sehr viel Geld haben. Schreiben wir auch draußen drauf, gewaschen von leicht bekleideten Mädels. Oh ja, oder wir machen so Fotos hin und zu Autogrammstunden dann noch, da verlangen wir dann wieder Eintritt, weißt du, das ist perfekt. Ja, Markus, du hattest letzte Folge doch noch ein Gewinnspiel angeteasert. Was ist denn aus diesem Gewinnspiel eigentlich geworden? Habe ich schon mal erwähnt, dass Facebook doof ist? Nee, noch nicht, aber jetzt. Also, es war ja ein Experiment und ich habe auch dabei ganz viel gelernt. Zum Beispiel hätten wir vielleicht beim Gewinnspiel sagen sollen, wann das endet, oder? Ja. Ja. Und, also es haben Leute mitgemacht, unser Beitrag wurde geteilt. Ich habe tatsächlich rausgefunden, wie mir Facebook das anzeigt, dass es geteilt wurde. Es wurde 2-mal geteilt. Okay, ich hätte mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Aber okay, unter unseren Zuhörern sind wahrscheinlich nicht so viele Shooter-Spieler. Die meisten konnten wahrscheinlich mit dem Spiel nicht so viel anfangen. Das Problem ist nur, Facebook sagt mir nicht, wer das geteilt hat. Klasse. Und wir sind nicht die Einzigen, die das Problem haben. Ja, ich habe danach gesucht und dann gibt's ja so viele Forum-Threads darüber, die schreiben, ja, ich habe den Gewinnspiel laufen und jetzt weiß ich nicht, wer das kriegt, weil Facebook ist nicht in der Lage, mir anzuzeigen, ob schon, aber halt nicht wer. Also wir müssen jetzt eine Lösung finden, wie wir das hinkriegen. Wir haben uns vorhin schon zusammengesetzt. Die beste Variante ist wahrscheinlich, die beiden, die das geteilt haben oder die es halt jetzt noch schnell teilen, macht mal einen Screenshot von eurem geteilten Beitrag und schreibt uns eine Nachricht. Das wäre so das Einfachste. Und dann machen wir eine Zufallszahl zwischen 1 und 2. 50-50 Chance, also. Wer von euch beiden das denn kriegt und dann schreiben wir das zurück. Ich schreibe das auch nochmal als Facebook, auf Facebook als Beitrag. Ich kann auch mal einen Screenshot dranhängen, wie das bei uns aussieht, wie ich sehe, was da passiert ist.
Also der Beitrag hatte eine Reichweite von 354 und 24 Interaktionen und 8 irgendwas anderes. Es ist, ja, genau. Ich zeig dir das hier an. Nee. Interaktion, 24. Was ist das? Sprechen drüber oder so gibt's auch irgendwie, aber wie das genau gemacht wird, keine Ahnung. Genau, also wie viele Leute haben auf den Link geklickt und wie viele Leute haben es einfach nur gesehen und das gibt schon. Und da, wie gesagt, irgendwo habe ich auch die Anzeige gesehen, zweimal geteilt. Ja, das habe ich auch mal bei einem anderen Beitrag gesehen und das war dann nicht so einfach irgendwie zu finden. Bei dem Beitrag hatte ich es noch gar nicht gesehen, wie ich geschaut habe. Versucht rauszufinden, wie kommt man jetzt an die Namen, hab gegoogelt und dann auf mehrere Threads gestoßen, die sich darüber aufgeregt haben, dass Facebook nicht in der Lage ist, das zu sagen, die dann auch immer so Gewinnspiele angekündigt haben. Ja, hier teilt man unseren Beitrag unter allen, die geteilt haben. Dann wäre so liken doch besser gewesen, aber du wolltest ja unbedingt, dass sie es teilen sollen und nicht liken sollen. Deswegen haben wir jetzt. Ja, aber obwohl ich zugeben musste, ich weiß auch gar nicht, wo genau der, ich glaube, teilen ist prominenter in deinem, in deiner Timeline, oder? Aber das gefällt mir, könnte man halt sofort dann sehen, wem es gefallen hat. Also. Ja. Habe ich jetzt dazugelernt, wenn wir das nochmal machen, dann bewerben wir erstens das Produkt besser. Zweitens sagen wir, bis wann das Gewinnspiel läuft. Und drittens suchen wir uns eine Variante aus, wie wir auch rausfinden, wer gewonnen hat. Und dann finden wir die nächsten Fehler und machen wir übernächsten nochmal 3 Neuerungen, oder? Ja, ne? Gut. So ist es halt, wenn man einfach was startet, ohne sich vorher groß zu informieren, damit auseinanderzusetzen. Genau, es war ein Experiment. Ich hätte vielleicht vorher googeln sollen, ob das funktioniert. Eben, du warst schuld, Markus. Wir wussten ja vorher natürlich auch nicht davon, was du hier losreißt. Ich wollte schon immer das mal sagen. Markus, du bist schuld. Ha! Ja. Jetzt können wir es leichten Gewissens alle sagen. Yippie! Flo, jetzt können wir Markus immer was vorhalten. Wenn er uns wieder was vorhält, dann können wir ihm was vorhalten. Ja, sehr schön. Das kannst du dir gleich merken in deinem Vorhaltehirn, Markus. Ja. Gut, dann denke ich mal, das waren so die Themen, über die wir heute so reden wollten. Aber wir haben noch unsere Presseecke und da ist auch wieder ein Artikel vom NDR drin. Und da ging es um qualmende Bremsen. Was ist denn da passiert? Ist auch bei mir in dieser Lokführergruppe aufgepoppt. Titeln tut der NDR damit, Bremse qualmt, Bahnkunden halten Zug an. Also ein Regionalexpress. Am Dienstagnachmittag, das war vom 31.08. der Beitrag, das heißt der Dienstagnachmittag wäre denn der 30.08. gewesen, ist es wohl so, dass ein Zug auf offener Strecke von einer Notbremse zum Stehen gebracht wurde. Und das war kurz vor Flintbeck im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Ich muss mal kurz Google Maps anschmeißen, gucken, wo Rendsburg-Eckernförde ist. Eckernförde ist an der Küste. Und Rendsburger Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Ja, genau. Oh, Lukas, du kennst dich da aus in der Ecke? Ja, wir waren 2013 mit dem Ruderverein da rudern. Das war sehr schön. Ah. Nee, stimmt gar nicht, war 2014. Egal. Ach, mit dieser riesen Brücke, ne? Ja, die Rendsburger Hochbrücke. Das sieht total cool aus. Ja, ja. Gut, aber um die geht's nicht, sondern es geht um einen qualmenden Zug. Denn offenbar hatte der Zug Probleme mit einer Bremse. Sie schreiben hier, die klemmte offenbar an einem der Räder und sorgte für jede Menge Qualm und Gestank. Der Lokführer wollte das Problem am nächsten Bahnhof lösen. Okay. Wir als Lokführer wissen, was da ist. Der hatte halt eben eine feste Bremse. Entweder war der Wagen überbremst und die hat halt nicht gelöst oder die hatte irgendein anderes Problem. Ist nicht so ungewöhnlich, dass das passiert. Also nicht, dass es häufig passiert, aber es ist halt nicht ungewöhnlich und man lernt auch, wie man das verhindert, beziehungsweise wenn es passiert, wie man das wieder los wird. Nun ist es allerdings so, dass die Leute in diesem Zug scheinbar Panik bekommen haben und ein Reisender zog die Notbremse. Andere öffneten die Türen. Ein anderer schlug eine Scheibe ein, um sich zu retten. Ja. Naja, wenn da auf einmal Rauch aufsteigt, dann bei so einem Zug und man nicht Ahnung hat von der Eisenbahn, dann wirkt es schon so, als müsste man sich irgendwie halt selbst evakuieren. Reisende berichteten, dass in dem Zug Panik aufkam. Wir haben offene Flammen gesehen und kurze Zeit später war überall weißer Rauch. Mhm. Die Menschen schrien, weinten und hatten panische Angst. Das Personal der Bahn wirkte nach ihrer Aussage, also nach der Aussage der Reisenden, mit der Situation völlig überfordert.
Sie versuchten, ca. 15 Minuten lang die Flammen zu löschen. Deshalb hätten sie und andere die Polizei informiert. Das heißt, die Fahrgäste sind davon ausgegangen, dass der Lokführer gar nicht das der Polizei gemeldet hat, sondern einfach nur löschen wollte und weiterfahren, oder was? Ja, vor allen Dingen löschen. Ich dachte, es hat nur gequalmt. Also. Nee, offene Flammen hat es auch geheißen, hat einer gesehen. Angeblich hätten sie auch offene Flammen gesehen. Mhm. Also wenn du so eine feste Bremse hast und die mitzieht, dann qualmt das ganz schön und es stinkt erbärmlich. Aber was man auch riecht, ist, das riecht nicht verbrannt. Ja. Sondern das riecht halt nach heißem Fett. Das ist ja auch das, was da so qualmt. Also die Bremse an sich, die qualmt quasi nicht, weil das ist ja quasi nur Stahl und der Bremsbelag, der heiß wird. Aber der wird halt mehrere hundert Grad heiß. Und dann strahlt das natürlich auf den umgebenden Bereich ab und da ist natürlich überall Fett. Dieses Fett wird heiß und wenn Fett heiß wird, das kennt jeder von zu Hause. Genau, das fängt an zu qualmen und an zu stinken. Und da unten ist natürlich auch jede Menge Dreck und der würde natürlich auch irgendwann anfangen zu brennen. Da unten ist eigentlich nichts Brennbares insofern. Also was da wirklich, da kann nichts in Flammen aufgehen. Es können ja gerade Zeitungen im Gleisbereich liegen oder so und dann fangen die ja, also. Genau, sowas. Also wie gesagt, da geht halt, wenn du da eine Flamme hast, dann ist es meistens Dreck an sich. Dass es so heiß wird, dass das Öl in Flammen aufgeht, weiß ich nicht. Theoretisch möglich vielleicht. Ja. Ja, ich kann mir nicht so vorstellen, dass die im Fahrgastraum Flammen gesehen haben. Aber wie das halt eben so ist, viele Leute, Panik, die sehen alles Mögliche. Ja. Ja, man muss ja auch dazu sagen, das sind ja, also auf dem Foto hier, das sind ja N-Wagen, also das uralte Nahverkehrswagen, die sind nicht großartig gedämmt, also was soll da brennen? Ne? Denn die bestehen nicht aus Holz, also so schlimm ist es nicht, die bestehen aus Edelstahl und ganz normalem Stahl und was soll denn da brennen? Ja. Genau, also das ist, und der Fahrgastraum ist abgetrennt durch Stahlblech, also nein. Aber es zieht halt, also der Rauch zieht natürlich nach innen, weil die Lüftung zieht den natürlich sofort an. Und wenn die dann auch noch die Türen und Fenster eingeschlagen haben, dann zieht es natürlich noch mehr nach innen. Das stimmt. Eigentlich hätten die einfach vorgehen können, oder? Warum schlägt man die Fenster ein und man sieht, von draußen kommt der Rauch? Das ist ja auch das, was alle Leute unter den Kommentaren schreiben. Hey Leute, warum seid ihr nicht einfach durch den Zug gegangen nach vorne, habt das Zugpersonal informiert und fertig? Ja. Das Lustige ist, es geht ja noch weiter. Nach Angaben der Bahn widersetzten sich etwa 80 Fahrgäste den Anweisungen des Zugpersonals. Sie weigerten sich weiterzufahren, öffneten die Türen und stiegen aus. Da dies zum Teil im Gleisbereich der zweigleisigen Bahnstrecke aufhielten, musste die gesamte Strecke aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Auch durch die mittlerweile eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr, der Landespolizei und der Bundespolizei konnten die Reisenden nicht mehr dazu bewegt werden, wieder in den Zug zu steigen. Stellt man sich vor, wie die mit verschränkten Armen so dastehen und nö, ich steige hier nicht ein. Ja. Die hatten wahrscheinlich Angst, dass irgendwie beim Zug was beschädigt ist und der möglicherweise dann gar nicht mehr bremst an der nächsten Station, denke ich jetzt mal. Dass die Bahn praktisch aus Kostengründen einfach den Zug weiter einsetzen will, obwohl der in Wirklichkeit eher auf den Schrott gehört, während die sich gedacht haben. Ja. Ich fahre nie wieder Eisenbahn. Das ist ja unsicher und die Leute haben gar keine Ahnung. Die sind ja total überfordert. Genau. Ja. Aber gleich 80 Leute. Ne, die bauen sich gegenseitig so auf, gell? Was, du würdest da noch mitfahren? Ach ja, stimmt, jetzt wo du sagst, nee, dann fahre ich da auch nicht mehr mit. Und schon hat man 80 Leute auf seiner Seite. Da der Zug an einer schlecht zugänglichen Stelle stand, mussten die Reisenden nun einen ca. 400 Meter langen Weg über die Gleise zurücklegen, um den bereitgestellten Bus zu erreichen. Naja. Irgendwie ein bisschen übertrieben, ne? Also mit Scheibe einschlagen und so weiter. Naja, ob das jetzt unbedingt notwendig war. Also ich kann natürlich verstehen, dass die Leute da drin Angst kriegen. Ja. Also wenn man das nicht kennt und auch den Geruch nicht zuordnen kann, ist in Ordnung. Dann wäre man doch aber instinktiv, dass man von diesem Rauch weg will, oder? Und nicht in den Rauch rein, das Fenster einschlagen, nicht noch rübersteigen. Und dann ist es halt auch dieses mit der Notbremse. Für viele Leute ist halt irgendwie diese Notbremse ist halt eben, ich habe Angst, ich ziehe die Notbremse. Das ist aber in ganz vielen Fällen dieses Notbremseziehen halt nicht die Lösung ist und die Lage womöglich auch noch verschlimmert, ist halt nur so eine andere Sache, ne? Ja. Also gerade so mit Feuer im Zug ist halt Notbremse auch immer so eine Sache. Wenn ich da mitten auf der Strecke stehe, ist das mit dem Feuer im Zug auch blöd.
Ja, aber auch am Bahnsteig, wenn der Zug dann einfährt, die Leute merken es erst nicht und auf einmal kommt dann so eine Stichflamme am Bahnsteig hoch. Weiß gar nicht, aber Markus, wenn du jetzt eine feste Bremse hättest, dann ist auch die Anweisung, immer bis zum nächsten Bahnsteig zu fahren oder nicht sofort anzuhalten. Ja, Mensch, zumal ich, wie gesagt, auf der freien Strecke, ich müsste die ganze Strecke sperren, muss da draußen rumlaufen, das ist ja auch noch für mich eine Unfallgefahr und wie gesagt, davon geht ja nichts kaputt, also wenn ich sowas habe, dann versuche ich mich mit arg reduzierter Geschwindigkeit an eine Stelle zu retten, wo ich erstens dem anderen Zugverkehr nicht im Weg bin und ich auch persönlich ungefährlich am Zug arbeiten kann und dann halt eben die Bremse absperren und entlüften. Kann natürlich ein Bahnsteig auch schlecht sein, wenn der genau auf der Seite ist, dass du nicht hinkommst zu den Absperren. Nee, bei Wagen kommst du da immer an die Absperren. Die sind auf beiden Seiten, oder? Also die Absperrhähne zum Bremsabsperren sind in der Regel auf beiden Seiten, ja, und sie sind auch so hoch, dass du da rankommst. Ich weiß, das ist gerade beim 423 und Bremse, da ist es denn blöd, Federspeicher lösen mit diesem Drähtchen. Beim 425 außen oder beim, ja, das kommt nur auf die Baureihe. Ja. Genau, aber bei diesen, wie Lukas schon sagt, mit den N-Wagen, das geht eigentlich ganz gut. Ja. Deswegen, also wie der Lokführer hat ja gesagt, er wollte das am nächsten Bahnhof lösen, ist definitiv die richtige Entscheidung gewesen. Nur vielleicht hätte er seine Fahrgäste informieren sollen und sagen, wenn die Rauchentwicklung zu stark ist, räumen Sie bitte den Wagen, gehen Sie einen Wagen weiter vor, wir werden das Problem am nächsten Bahnsteig lösen. Ja. Wobei ja, der Lokführer dann auch keine Ahnung hast, wie es hinten wirklich brennt. Du müsstest halt genau, dein Zugbegleiter das weißt du ja nicht. Ich meine, wenn da echt was irgendwas anderes im Wagen wusste, brennt. Ist ja auch noch so eine Frage. Ja, weil du weißt ja auch gar nicht, du hast ja keine Anzeige, ob da jetzt wirklich die Bremse fest ist bei einer Lok, hast du ja keine Ahnung, was eigentlich gerade los ist mit deinem Wagen. Ja. Fährst du dann auf gut Glück bis zum nächsten Bahnsteig so ungefähr. Ja. Na gut, bei ZWS hast du natürlich, wenn es der letzte Wagen ist, also der letzte Wagen ist überwacht, das ist die Bremsprobeanzeige. Ah. Bremse, letztes Fahrzeug. Hm. Ja, Schlüssel aufgeleuchtet haben. Gibt's doch noch ein bisschen Info bei der Lok. Ja, aber also, wenn irgendein Wagen zwischendrin hast, dann merkst du es nicht. Und also du merkst es auch wirklich nicht, weil es ist jetzt nicht so, dass du mehr beim Anfahren merkst, huch, das geht aber schwer. Die Lok zieht los, da ist egal, ob eine Bremse fest ist oder nicht. Es ist deswegen, bei der Ausbildung wird ja auch mal so Rollprobe, um zu sehen, ob alle Federspeicher gelöst sind. Merkst du nicht. Wenn sich da dein 200-Tonnen-Zug in Bewegung setzt, ob da ein Rad mitrollt oder nicht. Gut. Okay, wollen wir dann mit dem Feedback weitermachen? Ja, da gab es ja doch ein bisschen was, wo es nur 2 Wochen Abstand war zur letzten Folge, aber cool, nach unserer langen Sommerpause jetzt gleich 2 hintereinander in kurzem Abstand. Genau. Vor allem ist auf Twitter haben wir ganz viel Lob eingesteckt. Das fand ich total toll. Also unsere letzte Folge scheint ganz gut angekommen zu sein. Da hieß es zum Beispiel wieder einmal eine sehr interessante Folge, auch gerade die verschiedenen Ansichten zu den Tätigkeiten. Das einen freut, ist des anderen leid. Dabei sind wir gar nicht so sehr auf die Aspekte eingegangen, dass man sich auch mal selbst im Weg, also dass man dem anderen im Weg stehen kann. Ich glaube, wir brauchen noch eine 2. Folge, Unterschiede zwischen Fernverkehr und Regionalverkehr. Die dann wieder 3 Stunden geht. Ja, normal. Wie oft ich auf diese blöden ICEs warten muss. Hallo? Wenn die rechts ranfahren. Das habe ich jetzt aber nicht gehört hier, ja. Dann hat der Tobias auf Twitter gefragt, Ibson Air, sagt mal, kann ich im ICE echt beim Fahrer klopfen und reingucken? Während der Fahrt? Nein. Ja, während der Fahrt sowieso nicht. Ich habe ihm dann auch den kleinen Hinweis gegeben, dass er mit der Bezeichnung Fahrer schon einen ganz schlechten Stand hat. Das stimmt. Ja. Vielleicht sollte er es mit Lokführer oder Triebfahrzeugführer versuchen. Aber prinzipiell geht das. Also bei einem ICE... Klar, 1 und 2 geht nicht, weil der hat halt die Triebköpfe, da kann man schlecht gucken während der Fahrt. Auch bei dem ICE 3,5. Ja, beim 407 oder beim Velaro genau, D. Genau, 407, da geht es auch nicht. Wo es aber geht, sind beim ICE 3 und beim ICE T. Die haben ja so eine Lounge und das ist auf der einen Seite 2. Klasse, auf der anderen Seite 1. Klasse. Und da ist quasi eine Scheibe nur dazwischen. Und die Scheibe kann der Lokführer milchig machen, so dass man nicht durchgucken kann oder nur ganz ja schemenhaft sieht, was da vorne stattfindet. Und er kann sie auch ganz durchsichtig machen. Genau. Aber auch beim 403 wird es das nicht mehr lange geben, weil spätestens, wenn der umgebaut wird, werden die Schränke für die Sicherungen in die Lounge gebaut und dann gibt es da auch keine Scheibe mehr.
Na, da ist schon das nächste Bahnbashing vorprogrammiert. Da gibt's ja, die sind richtig froh drum, dass sie da so eine Baureihe erwischen, um dann ein bisschen was von der Strecke erhaschen zu können. Aber aus Sicht des Lokführers, die Frage haben wir eigentlich vergessen. Die wäre noch ganz interessant. Ja, kann ich an dich auch noch stellen jetzt, Lukas. Wie ist denn das so, wenn man den Zug fährt und dann wirklich so die ganze Zeit mit offener Launch fährt und da ja wirklich die Leute direkt hinter sich hat? Nicht so wie bei der S-Bahn mit ein bisschen Abstand. Oh, es ist eigentlich ganz in Ordnung. Also wir hatten auch mal die Tür auf eine Zeit lang. Wow. Also da hatte mein Fahrtrainer dann gesagt, ach guck mal hier, die beiden Jungs, die wollen bestimmt mal gucken. Und dann hat er gesagt, naja gut, dann können wir ja mal die Tür aufmachen wenigstens. Und ja, also reingekommen sind sie natürlich nicht, das durften sie dann nicht, aber wir haben mal die Tür aufgemacht, dann konnten sie mal ein bisschen gucken. Und ja, ich meine, ich weiß ja, was ich da mache. Und solange ich da nicht, keine Ahnung, mein Butterbrot esse oder weiß ich nicht, irgendwie gerade Stress habe und mich konzentrieren muss großartig, dass ich irgendwie eine Störung habe, ist das alles halb so wild. Also da macht mir das jetzt persönlich nichts aus. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie mein Butterbrot esse oder so, ja, da muss es nicht unbedingt sein, dass die Leute mir alle zugucken. Aber ja, ansonsten hat diese Scheibe ja, also die, vor allem die das milchig machen, auch noch einen anderen Grund, und der ist halt, wenn man eine Schnellbremsung machen muss, zum Beispiel, weil irgendwas im Gleis ist oder so, und man geht mit dem Führerbremsventil in Schnellbremsstellung, dann wird automatisch die Scheibe vermilcht. Falls halt, ne, Personenunfall und so weiter, das müssen die Leute ja nicht unbedingt sehen. Und das ist halt der andere Grund, warum man die Milch machen kann. Also. Aber ist das eigentlich von den Gewerkschaften aus, so von diesen Lokführerfachgruppen da, dass man jetzt davon wieder abgeht und das doch abtrennt, wie es früher mal war, vorne zum Führerstand oder so einem anderen Hintergrund so? Das weiß ich jetzt nicht, aber beim 403 ist halt eine ganz blöde Sache, dass die Sicherungen, wo man schon mal öfter mal dran muss, die sind im Fußraum von der ersten Sitzreihe. Und wenn da jetzt eine junge Dame sitzt und ich da hingehen muss und sagen muss, Entschuldigung, ich sag mal, ich müsste mal gerade zwischen die Beine greifen, weil ich muss die Sicherung für mein Ebola auslegen, das kommt nicht so gut an. Und das ist dann etwas blöd. Da ist der Zugang dann für die Leitungsschutzschalter im Fahrgastraum. Ja, ganz genau. Es ist auch das Schöne, ist auch der Kühlschrank und also das Thermofach und der Schrank, wo du deine Jacke reintust als Lokführer beim 403, ist im Fahrgastraum. Und zwar, cool. wenn du in die Lounge reinkommst, direkt rechts an der Glastür. Da muss ich natürlich auch, ja, klasse. Wenn ich ICE fahre, da mal reinschauen mit Vierkant, oder? Und dann schauen, was da so im Kühlschrank gerade so drin lagert. Ja, so nach dem Motto ist das auch. Also das ist total. Selbstbedienung im Bistro. Ja, das ist total unkomfortabel für den Lokführer, weil, naja, also wenn ich mein Getränk haben will, dann stehe ich ja nicht bei 300 auf und sag so, Entschuldigung, ich muss jetzt mal gerade durch zu meinem Kühlschrank. Oh, das jetzt habe ich nicht natürlich den Schlüssel vergessen, jetzt ist die Tür zugefallen. Oh, das ist jetzt aber Mist. Schade. Genau. War ein Konstruktionsfehler, man hätte ja nur ein paar Meter mehr den Führerstand hinterziehen müssen und schon hätte das ja alles geklappt. Aber wenn man genau eine Sitzgruppe da noch reinbauen will, dann halt eben nicht. Ja. Tja, das ist auch hätten wir damals schon ein Zuglabor gehabt. Ja, genau. Siehst du mal kurz, dann kommen wir wieder drauf zurück. Wobei die Leute wären ja sogar noch froh, die würden ja sagen, ja, wir wollen den Lokführer-Kühlschrank bei uns den Zugang im Fahrgastraum haben. Also da wäre, glaube ich, ein Zuglabor keine gute Variante, um das abzuändern. Da müsste man für Lokführer ein Zuglabor machen, ja, das wär's. Dass wir mal eingeladen werden und Verbesserungen vorschlagen. Teilweise ist es sogar so, dass die Ersatzfahrpläne auf manchen Triebzügen auch im Schrank sind, und zwar in dem Schrank, der auch im Fahrgastraum ist. In der ersten Sitzreihe, das ist halt so alles irgendwie ein bisschen blöd gemacht und deswegen ist das ziemlich unkomfortabel. Na, ihr sollt ja auch ein bisschen Fahrgastkontakt haben, oder, im Fernverkehr, also bitte. Ja, naja. Nicht so außen vor. Wenn es denn sein muss. Können Sie sich auf die Seite setzen, ich brauche meinen Fahrplan, der ist unter Ihnen, Sie sitzen drauf. Genau. Es ist schon eine tolle Konstruktion, der 403, also muss man schon sagen, klasse. Aber zwischen die Beine greifen gibt's bei Regio auch. Es gibt ja so einige Triebzüge, 425, glaube ich, oh ja, wo die Absperrhähne unter den Sitzen sind, da musst du auch die Fahrgäste hochjagen. Ich müsste mal unter ihnen ran. Ja, schön. Nee, also deswegen beim nächsten Umbau, der jetzt demnächst noch mal kommen soll, da kommt halt, wie gesagt, diese ganze Scheibe kommt weg, da kommen Schränke hin. Und ich weiß nicht, ob die Lounge auch wegkommt. Aber es könnte sein, dass sie die da lassen, aber man sitzt dann halt vor einem Schrank, das ist halt dann blöd, aber ja sehr kann man nichts machen. Also ich fand das immer sehr schick, da zu sitzen, und wenn du halt einen Lokführer hattest, der das dann auch durchsichtig gelassen hat, ist das schon, also selbst für jemanden, der die Ansicht normalerweise kennt, ist es halt auch angenehmer, nach vorne rausgucken zu können.
Und das hat, glaube ich, schon viele Leute auch so zur Bahn gebracht. Mir ging es ja bei der S-Bahn eigentlich auch so, bei den 423. Früher gab es ja auch die Anweisung, die mussten mit offenem Rollo fahren. Und es war ganz toll, wie da vor 15 Jahren die neue S-Bahn eingefahren kam. Und dann konnte man da, bis man in die Stadt gefahren ist, sich die Zeit vertreiben, indem man halt da dem hinter der Scheibe zuguckt. Manchmal sogar extra nur S-Bahn gefahren ist, weil man gesehen hat, es ist eine neue S-Bahn. Und ich kann da ein bisschen vorschauen. Also hat, glaube ich, schon einige andere auch zur Bahn gebracht, diese offene Scheibe. Ja. Ich kann das ja aus Berlin berichten. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen und die Berliner S-Bahn, da hast du quasi nie eine Scheibe. Also keine Baureihe hat eine wirkliche Scheibe, dass du nach vorne rausgucken kannst. Und dann kam ja irgendwann mal der 423 nach Berlin zum Aushelfen und zur Weltmeisterschaft und so. Und da war das für mich so dieses erste Mal das Erlebnis, dass man dem Lokführer da zugucken kann. Toll. Für die Lokführer ja, also, wahrscheinlich auch, deswegen hat er es dann aufgemacht, oder wo es bei uns dann immer zu war, seit den letzten Jahren, ja. Ansonsten kann ich das halt nur von Dostos, und das war auch so für mich dieses Erlebnis, also wie gesagt, vom Doppelstockwagen, wenn man mal Regionalexpress gefahren ist, da war vielleicht schon mal das Rollo offen, und da habe ich dann so das erste Mal, es war wirklich das erste Mal, dass ich dem Lokführer zuschauen konnte, und das war so dieses Aha-Erlebnis, als ich jetzt hier in Bayern bei Alba Schwaben dann Dosto fahren durfte und dann also das erste Mal direkt auf der anderen Seite gesessen habe. Das fand ich halt ganz cool. Und deswegen ist bei mir auch immer das Rollo offen, weil ich weiß, ich habe auch mal auf der anderen Seite gesessen, habe mich sowas von tierisch geärgert, dass das Rollo zu ist. Was macht er denn da vorne, was er nicht zeigen will? Ja, es gibt ja aber auch Kollegen, die sich dann so komplett abschotten, also alles zumachen an den Seiten, noch die Rollos runter vorne. Stopfen. Ja, genau, also das habe ich auch schon gesehen. Und auch, hängt wohl auch oft mit den Blenden von hinten zusammen, weil es ist wirklich so, bei unseren Rollos, die sind oft so ausgelutscht, ausgeleiert und dann ist da so ein Spalt, der noch vorblendet und das wollen die nicht und deswegen stopfen die Zeitungen nicht unbedingt dahingehend rein, dass man nichts vorsehen kann, sondern dass halt das Licht auch nicht so in der Nacht durchkommt. Ja. Das ist natürlich noch ein Argument. Das nimmt auch jeder Lokführer anders wahr. Also mich hat das nie gestört, wenn von hinten so ein bisschen Licht kam. Aber es gibt halt andere, die finden das sind da total empfindlich, wenn sich da irgendwas in der Scheibe spiegelt. Deswegen hat also die Werkstatt auch die Halogens schon vor Jahren irgendwann mal rausgeschraubt, weil normal sind doch beim 423 direkt hinter der Scheibe oben noch so helle Halogenspots, aber die sind ja bei uns eben weg seit ein paar Jahren. Jetzt sind da Attrappen drin, oder? Sind da überhaupt noch? Ich dachte mal, das wäre nur leer. Die Fassung ist da nur noch, oder? Ist da doch was drin? Drauf was hinterm, muss ich auch mal schauen. Was beim 423 hinterm Führerstand oben, die erste Lampe. Ja, da ist noch was drin. Nein, nicht die Leuchtstoff, du meinst die Röhre, oder? Ja. Ja, wir meinen oben, da sind noch so Spots, so kleine zum Reinschrauben. Ja. Genau. Oh Gott, auf was achtet ihr denn? Du kennst das Fahrzeug ja gar nicht, Philipp. Ja, also, Philipp, bei wem hattest du Baureihenfeststellung? Also, aber wir müssen ja alle zugeben, dass wir den grauen Pinöpel nicht kennen. Mir fällt gerade ein, letztens überlegt, da ist mir was aufgefallen. Und zwar, dass sich nämlich die Displays von den Anzeigen oben, die LEDs, mal heller und mal dunkler schalten und dachte mir, da muss ja auch irgendwo ein Sensor dafür sein. Vielleicht haben die nur im Endwagen den Sensor und der geht dann für den ganzen Zug. Was? Das habe ich gemerkt, das Fahrgastraumlicht ausgemacht und auf einmal in dem Moment, wenn man auf die LED-Anzeige schaut, wird die richtig hell. Macht man das Licht an und achtet auf die Anzeige, dann werden die LED-Punkte auf einmal dunkler. Also aber irgendwas so muss messen, wie hell diese LED-Anzeige angezeigt wird. Aber es macht doch so rum gar keinen Sinn. Also eigentlich müsste es doch dunkler werden, wenn es dunkler Markus, wird. Markus, vielleicht ist das von Flo seinem Augenempfinden her so geworden. Wäre rein theoretisch möglich, aber ich glaube schon, dass die auf Sensorbasis... Ich glaube, du hast dir da einfach nur was eingebildet, Flo. Glaube ich nicht. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, doch, doch, doch. Na gut, kommen wir mal von Einbildung. Kommen wir nochmal zu dem weiteren Feedback. Wir haben nämlich noch Feedback auf YouTube bekommen. Oh ja, und zwar vom Bibi Kempen. Ich lese mal vor. Ich fange mal mit dem ersten an. Er hat zuerst unter Folge 17 kommentiert. Er scheint scheinbar von hinten alles durchzuhören. Hallo Leute, ich habe noch eine Frage zu den Reservierungen mit diesen Steckkarten. Wie wird das gemacht, wenn ein Sitzplatz in einem Zug auf einer Strecke zweimal reserviert wird? Also zum Beispiel, es wird von Hamburg nach Köln reserviert und dann nochmal von Koblenz nach Stuttgart. Wenn der Zug läuft, ist in der City Hamburg, Köln, Koblenz, Stuttgart draußen. Ja, einfache Antwort, entsteht auf diesen Steckkarten beide Reservierungen drauf. Also es ist nicht so wie bei den elektronischen, dass es dann wechselt zum richtigen Zeitpunkt, sondern man druckt einfach von Anfang an beide Reservierungen drauf. Die stehen dann quasi untereinander aufgelistet.
Ich weiß nicht, wie die das machen, wenn das nicht auf die mehr auf den Zettel passt. Ob die dann zwei Zettel oder das mit Tesa drunter kleben. Da hatte doch Patrick immer irgendwie davon berichtet. Der musste doch als Rangierer auch diese Reservierungszettel da einstecken, ja. Ja. Aber irgendwann ist der Zettel halt voll. Also ich glaube, weiß nicht, ob mehr als drei darauf passen. Ist ja eh, bald gibt's nur noch die mit LEDs dann, diese digitalen, und da ist ja dann egal. Ja. Auslaufmodell. Ich habe auch neulich gehört, dass die Disketten jetzt endgültig, ach genau, das war im Bahncast, da hatten sie ja einen Zugbegleiter zu Gast, und er hat berichtet, dass sich das mit den Disketten jetzt endgültig erledigt hat. Jetzt alles elektronisch über Funk geladen. Ich habe gestern noch eine gesehen. Im Dienstabteil? Ja, im Dienstabteil vom Zugführer lag noch eine rum. Jetzt musst du mich mal kurz aufklären, weil ich glaube, das machen auch ganz viele falsch. Das ist eine 3,5 Zoll Diskette. Das denke ich schon, ja. Ich glaube, ja. Aber. Also, und nicht eine 5¼. Nee, das ist, glaube ich, 3,5. Müsste es 3,5 Zoll. Ja. Gut, ja, also ich diese. Ich habe nie nachgemessen. Jetzt brauchst du doch. Florian, kennst du noch 5¼ Zoll Disketten? Nein. Aber gut. Ich weiß, dass Zoll eine Maßeinheit viel größer ist. Das ist schon mal gut. Also zwischen diesen beiden Disketten unterscheidet sich nicht nur die Größe. Das eine ist so ein lappriges Papierart. Das sind quasi drei Papierschichten aufeinander. 5¼. Ja, genau. Ist total lapprig. Und 3,5 Zoll ist halt ein festes Teil. Dann war es definitiv eine 3,5 Zoll. Und die war halt, lag halt noch vor dem FIS-Rechner rum. Und da stand irgendwie drauf, Reset-Diskette oder so. Also auf jeden Fall, wenn man irgendwie an den FIS irgendwas zurücksetzen will, dann schiebt man die Diskette da rein und dann bootet sich das irgendwie neu und dann funktioniert das wieder oder so. Okay. Aber es hat nichts mit den Reservierungen zu tun, die werden alle über Datenfernübertragung abgerufen. Das war noch vor ein paar Jahren anders. Ich kann mich auch mal an die ICE-Fahrt erinnern, da wo dann irgendwie auch der Zugbegleiter gemeint hatte, unser Diskett, und der hat wirklich wohlgemerkt gesagt, Diskett ist gerade noch nicht da und wir suchen, dass wir die finden. Und da haben die Fahrgäste auch alle gelacht und nur gemeint, ja, der weiß wahrscheinlich nicht mehr, was eine Diskette ist. Der weiß nicht, ob das die oder das Diskette ist und dass es Diskette und nicht Diskett heißt. Und überhaupt, dass die Bahn noch Disketten verwendet. Und das war so vor 3 oder 4 Jahren, wo ich da mal mit dem ICE mitgefahren bin. Also schon lustig. Naja, wie das halt so ist mit der Innovation bei der Bahn, ne? Ja, und die haben halt wirklich gesagt, die haben die Diskette gerade, die finden die im Zug nicht, weißt du? Da macht eine Durchsage, wir können leider keine Reservierungen anzeigen, weil wir gerade dieses Diskett nicht finden. Wir suchen es noch. Und dann irgendeinem nächsten Bahnhof hat er dann gemeint, wir haben jetzt eine Ersatzdiskett von einem örtlichen Personal gekriegt. Also wenigstens hat er gut und ehrlich informiert. Ja. Ja, die haben das irgendwie so an Rechnern am Bahnsteig, haben die das auf diese Diskette aufgespielt und dann zum Zug gebracht. Ja. Das ist, war schon Hightech. Ich meine, der ICE hat ja gerade 25-jähriges Jubiläum. Der war ja aus Anfang der 90er bzw. Ende der 80er entwickelt. Da war die 3,5 Zoll Diskette ja Hightech. Das stimmt. Von daher, du musst ja mal die Zeiträume sehen. Das ist ja genauso wie der 423. Jetzt zieht jeder über den her, was für eine alte FIS da drin ist, und die können nicht mal alle ansagen, und Wochentage kennst du auch nicht. Ja, Leute, 423 wurde Ende der 90er Jahre entwickelt. Überlegt mal, was ihr Ende der 90er Jahre für Rechner zu Hause hattet. Ja, vor allem auch für uns Lokführer war das ja mal mit diesen Disketten und Memory Cards und so weiter relativ wichtig, weil auch das Ebola hatte früher keinen Zugang zu irgendeinem Server oder so. Das musste alles mit einer Diskette gemacht werden. Ja, diesen Schlitz sieht man ja noch bei den meisten. Bei den ganz neuen Ebola-Dingern ist der nicht mehr da, aber man kennt ja noch diese Schlitze. Bei den meisten haben sie es noch, ja. Gut. Kommen wir zurück zu dem Feedback. Das Baby Kempten hat noch mehr Fragen. Und zwar zum Thema Freigeben von Sitzplätzen an Nicht-DB-Mitarbeiter, normale Fahrgäste, habe ich eine etwas andere Meinung. Wenn ich einen Fahrschein gekauft habe, dann habe ich eine Fahrt in diesem Zug inklusive einem Sitzplatz bezahlt. Im Zug gilt dann für mich, wer als erstes kommt, mal zuerst, beziehungsweise sitzt zuerst. Zudem steht auf dem Fahrschein des DB-Mitarbeiters, bitte Plätze für Kunden freigeben. Bitte heißt nicht, muss. Wenn ich jemanden bitte, etwas zu machen, dann kann ich es auch ablehnen. Das kann jeder selbst entscheiden, ob er seinen Sitzplatz hergibt oder nicht. Zudem bin ich ja mit einem gekauften Fahrschein, in Klammern DB-Mitarbeiter-Fahrschein, auch ein Kunde. Oder wie seht ihr das? So ein bisschen anders. Ich habe ihm das auch schon geschrieben, beziehungsweise geantwortet unter dem YouTube-Video. Also zum einen, wenn man sich eine Fahrkarte kauft, auch als ganz normaler Fahrgast, dann kauft man sich keinen Sitzplatz an, sondern man kauft sich nur die Beförderung, mehr nicht. Es ist zwar immer
ja, unschön, beziehungsweise führt auch immer wieder zu Missverständnissen und Streit. Aber im Endeffekt habe ich nur, ja, die Beförderung gekauft und keinen Sitzplatz. Sitzplatz, genau. So, und wie das jetzt mit dem Freigeben an Mitarbeiter ist, es ist halt, wenn du einen Fahrschein von deinem Arbeitgeber geschenkt bekommst, so, dass er quasi auch sagen kann, wie du sie ihn zu verwenden hast, und dann heißt es halt, bitte die Plätze für Kunden freigeben. Das weiß ich nicht, wie das ist, wenn du dieses 20-Euro-Ticket kaufst. Steht das da auch? Da steht's auch drauf. Das steht auf allen, das steht auf allen Fahrkarten. Also, wir haben ja gut Freifahrt, wir haben ja bloß die. Das steht da auch drauf. Und ich glaube, es steht sogar beim Regio-Ticket mit drauf. Ja, stimmt, steht drauf. Ich habe hier gerade eins vor mir. Steht überall drauf. Ja, ja, weil die Fahrkarten für uns halt verbilligt sind. Und ich meine, mit dem Kompromiss kann ich auch leben. Nee, ich find's grausam, muss ich sagen. Also was ich da schon erlebt habe, man wird da wirklich von manchen Zugbegleitern einfach als Depp mehr oder weniger. Einfach als einer, der eben da für 60 Cent quer durch Deutschland fahren kann, und es ist zum Teil nicht schön. Hatte ich mal vor 2 Jahren was mit DB & Friends, mit 2, 3 anderen, die eben nicht bei der Bahn arbeiten und dadurch aber dieses DB & Friends genommen haben. Jetzt war der Zug relativ voll, gell? Kommt natürlich der Zugbegleiter, ja, wieso machst du denn nicht den anderen Platz? Dann sage ich, ja, Entschuldigung, würde ich schon machen, aber hier sehe ich ja keinen. Dann hol die halt her, wenn die woanders sind. Ja, die stehen im Abteil weiter, ich hol die mal. Dann kannst du denen bitte erklären, dass du hier für 60 Cent fährst. Sage ich, ja, ist schon recht. Kommen die her? Ja, wir wollen uns ja gar nicht hinsetzen. Wenn sie da sitzen, dann bleiben sie doch sitzen. Ja, aber der Zugbegleiter sagte, ich soll euch Platz machen. Ein anderer Fall war erst auch dieses Jahr, doppelter ICE, der in Stuttgart praktisch der erste Teil abgekoppelt wird. So, jetzt habe ich, wie ich eingestiegen bin, war eh in Mannheim, also eine Station vor Stuttgart, gesehen, dass ganz vorne noch ein Platz ist. Denke ich mir, gut, setze ich mich halt hin. Der andere Zug wird abgekoppelt, ist mir klar. Gehe ich halt im Zug durch in Stuttgart. Dann schaut mich der auch schon so böse an. Dann sage ich, ja, ist schon recht. Ich weiß schon, dass der Zug wegkommt. Ich gehe dann auch hinter. Ja, ja, hinten ist alles frei. Kannst dich ruhig jetzt schon hinsetzen. Sag ich, ja, mein Gott, ich kann doch jetzt bis Stuttgart noch hier sitzen, jetzt wird schon keiner vorbeikommen, jetzt ist der Zug, wie du sagst, relativ leer, und wenn die Leute aus dem anderen Zugteil hinterweg sind, dann mache ich den Platz schon frei, ja, ja, und geht weg. Also ich finde, das ist wirklich nicht schön, wenn du mit so einer Freifahrt in ICEs vor allen Dingen fährst. Regionalzüge hatte ich noch nie Probleme, aber in ICEs wirst du zum Teil blöd angeschaut von den Zubs. Ich habe schon von vielen gehört, die sogar in UBK fahren, also finde ich auch blöd, aber in UBK soll es funktionieren. Aber wenn du natürlich so einen Freifahrtsding jetzt hast, du kannst ja auch irgendwo anders bei der Bahn arbeiten. Die wissen ja nicht, bist du Lokführer, bist du Zugbegleiter. Ich weiß nicht, die von DB Systel, Systemtechnik, die werden alle ihr Freifahrtenangebot haben. Ja, und ja. Deswegen haben die natürlich entsprechend viele Leute auf jeder Zugfahrt, die einfach da für 60 Cent rumfahren. Ja. Das und ist das kann es einem schon echt manchmal zunichte machen, dass man sagt, nee, da fahre ich lieber Auto oder sonst wie, verzichte auf das Freifahrtdingens. Ich habe auch gerade nachgeguckt, das steht sogar auf den Dienstfahrkarten drauf. Also sogar wenn du im Auftrag von deinem Betrieb fährst, dann musst du trotzdem den Sitzplatz freigeben. Ja, also wenn ich das privat mache, gut, da könnte man noch sagen, ja klar, du bist gerade nicht im Dienst, aber es steht tatsächlich auf der Dienstreise drauf. Aber na gut. Also so negative Erfahrungen habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich bin auch schon in Vollzügen unterwegs gewesen. Und bisher, ja, ich meine, die Zugbegleiter sind ja auch selber öfter mit diesen Fahrkarten unterwegs und wollen dann wahrscheinlich auch eher in Ruhe gelassen werden. Nur scheinbar nicht die, die ich bisher erwischt hatte. Das heißt, bisher waren ja auch nicht alle, aber wie gesagt, 2-mal hatte ich das jetzt schon, und ich fahre ja relativ selten mal im Fernverkehr, aber davon schon 2-mal eben so blöde und vor allen Dingen peinlich halt, wenn andere dabei sind bei DB & Friends, weißt du, dass die einen da so angeht und so, man sich dann gleich wehren muss und sich denkt, was ist denn das jetzt? Die haben offiziell bezahlt. Ja, hat sie ja auch, aber dass die eben mich da so blöd anmacht, weißt du, da soll ich die 2, 3 da sitzen lassen und ich soll aufstehen, obwohl wohlgemerkt der andere Fahrgast... Ja. Weil ihre Fahrkarte, die DB & Friends Fahrkarte, gilt ja nur in Verbindung mit deiner Freifahrt. Ja, und wohlgemerkt, die anderen Fahrgäste sie eben gar nicht wollten, die haben gemeint, wir wollen sie ja gar nicht verscheuchen. Wir dachten jetzt, weil uns der Zugbegleiter hergeholt hat, hier wäre ein freier Platz. Dann sage ich, nee, ich sitze halt jetzt gerade hier, ich würde halt aufstehen für sie. Nein, um Gottes Willen, stehen sie doch nicht auf. Das waren auch keine älteren Leute oder so, aber Hauptsache, der Zugbegleiter konnte sich halt wichtig machen. Also ich habe bis jetzt in jedem Zug einen Sitzplatz bekommen, und wenn es an der Tür unten auf dem Fußboden ist. Ja, so hätte ich es natürlich auch machen können. Klar, so kriegst du dann immer einen. Rausgeworfen wirst du schon nicht werden, aber... Das geht auch. Für 1, 2 Stunden kann man sich dort unten noch auf dem Fußboden setzen. Ich habe oder so, dann nicht mehr. Nee, dann nicht mehr. Das ist schon richtig. Ich hab das öfters gehabt. Da ist der ICE... Also ich habe mir schon Züge rausgesucht, wo ich wusste, dass er eigentlich nicht so voll wird. Aber wenn dann ein Zugteil wegkommt oder der schon von Anfang an fehlt, dann ist natürlich klar, dass man da den Sitz frei machen muss. Und dann, wenn du immer freitags gefahren bist, wo die ganzen Leute eh nach Hause wollen, ja, dann waren die Züge natürlich eh recht gut gefüllt. Ja, entweder du hast einen Sitzplatz so bekommen oder
Bis Ingolstadt, bis Nürnberg ging es immer noch so. Ist ja auch ganz gut, wenn die jetzt mithören, die eben nicht bei der Bahn arbeiten, das bisher vielleicht auch gar nicht wussten. Also ihr merkt, wenn wir auch mal günstiger, vergünstigt fahren dürfen, dann auf jeden Fall als Leute zweiter Klasse und ihr zahlende Kundschaft habt dann immer Vorrang, was die Sitzplätze angeht. Ja. Also wieder so ein bisschen so positives Image der Bahn vermitteln. Für uns Mitarbeiter negativ, für zahlende Kundschaft sehr positiv. Na gut, für uns in dem Sinne positiv, du fährst für 60 Cent, also mein Gott. Ja, aber Alter, du kannst nur einmal im Monat machen aus steuerlichen Gründen. Jetzt denken wahrscheinlich unsere Zuhörer, du kannst hier jeden Tag für 60 Cent durch Deutschland fahren. So ist ja nicht einmal pro Monat, sonst musst du ganz schön Steuern nachzahlen. Also mehr als einmal pro Monat lohnt sich nicht, sowas zu ziehen. Ja, oder du fährst halt ein UBK. Ja, auch dann brauchst du ein Ticket. Ist ja nicht so, dass UBK, sonst braucht man keine Dienstreisen mehr. Also, ja, nein, liebe Leute, liebe Zuhörer, wir dürfen nicht den UBK umsonst in Zügen fahren. Böser Philipp. Stimmt. Man braucht immer die Fahrkarte, hast recht. Ja. Einfach einen Gastfahrausweis ausfüllen, dann geht das schon. Das ist so, kurze Frage dazwischen. Lukas, ihr kriegt einen Gastfahrausweis schon in der Ausbildung, oder? Ja, also ich hab meinen hier und wir müssen den auch immer ausfüllen. Also wenn ich jetzt Gastfahrt nach Emden habe und dann eine Schicht zurück, dann muss ich den noch ausfüllen. Ja. Auch wenn deswegen, ich nur Azubi bin. Das kennen wir S-Bahner gar nicht. Ich habe meinen Azubi gestern gefragt, wie bist du denn jetzt eigentlich von Augsburg nach München gekommen? Und der guckt mich so an, Gastfahrt? Ja schon, aber halt mit welcher Fahrkarte? Gastfahrausweis? Ach, kriegt ihr den als Azubi schon? Ja, warum denn nicht? Ja, wir als S-Bahner kennen das nicht. Jein, wir haben ja unseren S-Bahn-Ausweis und der wiederum berechtigt genau, ja zu Gastfahrten. Also, ja, aber der Punkt ist natürlich, der Gastfahrausweis, der gilt einfach über. Dein S-Bahn-Ausweis kannst du dich ja mal beim ICE anstellen, mitfahren wollen. Ach so, das heißt, der kann sowohl ICE als auch Regio fahren. Du musst das nur bayernweise, das Gastfahrausweis, steht nur drauf. Ja, da steht nichts drauf von wegen Einschränkungen. Aber Ding, du hast doch Lukas erzählt, du musstest bis Emden irgendwas ausfüllen, oder? Du konntest nicht einfach so fahren, sondern du musstest das erst irgendwo. Ja, du musst halt die Zugnummer dort reinschreiben, den Gastfahrausweis, gell? So war das doch. Zugnummer genau, und Laufweg, wo du lang willst. Ganz genau. Und da muss hinten der Stempel von der Lokleitung drin sein. Ansonsten ja, siehst du, dann geht's ja nicht einfach so überall, Markus. Ja gut, aber das ist alles schon vorgestempelt, also von daher. Achso, der Stempel müsste eigentlich erst hinterher drauf, aber er ist schon vorgestempelt. Der Stempel muss vorher drauf. Aber. Also, wie es früher war oder wie es eigentlich mal gedacht ist, du meldest dich zum Dienst, dann kriegst du deine Schicht in die Hand gedrückt. Auf dieser Schicht steht eine Gastfahrt drauf. Dann nimmst du deinen Gastfahrausweis, zeigst dir also die Zugnummer ein, die auf deiner Schicht steht, dann dein Lokleiter oder wer auch immer da dir deine Schicht in die Hand gedrückt hat, nimmt dann deinen Stempel und stempelt genau diese Gastfahrt ab, weil er sieht, du hast diese Gastfahrt und die steht auf deiner Schicht drauf. So ist das eigentlich mal gedacht. Da das aber so heutzutage nicht mehr stattfindet, hat man sich einmal gesagt, passt schon, fertig. Also es wird nur noch einen Stempel pro Forma auf jede Seite von dem Gastfahrausweis. Nein. Ist das nicht mehr? Die haben das jetzt bei mir so gemacht, die haben einfach alle Felder durchgestempelt. Da steht überall Lokleitung Köln Hauptbahnhof. Weil ich kenne das von Kollegen von München Nord. Da wird dieser Gastfahrausweis ist ja umklappbar auf, ne? Genau. Ja. Und pro Seite, die du da hast, wird ein Stempel drauf gemacht in die Mitte. Echt? Ja. So. Ja, dann hat er sich bei mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber. Also, wenn ich das richtig bildlich im Kopf habe von dem Gastfahrausweis von einem Kollegen, dann ist das so. Ja. Die wollten bestimmt nur einen neuen Stempel haben und endlich, dass der alte kaputt geht. Deswegen haben sie ein bisschen mehr gestempelt. Ich glaube, die haben so viele Stempel bei uns. Also da ist für alles Mögliche ist da ein Stempel drauf. So, Chef, der Stempel ist leer, ich brauche einen neuen. Das war doch bei uns bei der S-Bahn auch. Da hatten wir doch auch hier einen Ausbilder, der war immer so froh, wenn er hier stempeln durfte. Da hat er mal ganz schön rumgewühlt, erst mit diesem Tintenbett da, bis er dann endlich mal gestempelt hat, weil er es einfach so toll fand, so etwas stempeln zu dürfen. Oh Gott, ja. Oh Gott. Manche haben schon interessante Ticks eigentlich, muss man dazu sagen. Bibi Kempen hat noch eine Frage und das wird jetzt geht's echt ans Eingemachte. Oh Gott. Was er jetzt fragt, ist gar nicht so einfach. Ich lese mal vor. Hallo Leute, ich habe eine Frage zur Baureihe 245. Und zwar fährt am Abend eine Garnitur aus 8 Dostos mit 2 BR245 in Sandwich-Traktion von München nach Kempen. Warum kann der Zug nicht in folgender Reihenfolge fahren? Lok plus 4 Dostos plus Lok plus 4 Dostos. Dieser achtteilige Zug besteht nämlich aus zwei einzelnen Zügen, welche so zusammenrangiert werden. Der Zug übernachtet in Kempen und fährt in der Früh um 5.48 Uhr wieder nach München. Man sieht, der Kollege kommt aus Kempen, der kennt sogar die Abfahrtzeit der Züge.
Die Loks und die Reihenfolge sind über Nacht gleich geblieben. In München muss dann erst wieder rangiert werden, damit wieder zwei einzelne Züge entstehen. Als Vergleich, es gibt einen anderen achtteiligen Zug mit zwei BR218 am Abend von München nach Kempten, wobei in Buchloh die zweite Lok in der Zugmitte und vier Dostos am Zugschluss abgekuppelt werden. Bei der Baureihe 218 funktioniert dieses Gespann, bei der Baureihe 245 nicht. Warum? Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt hinterhergekommen seid. Ja, ja. Es gibt zwei Züge, die am Abend von München Richtung Buchloh fahren, die etwas Besonderes haben. Und zwar sind das jeweils ein Zug aus zweien zusammengebaut. Und bei beiden Zügen macht man das unterschiedlich. Der eine fährt, wie er schreibt, nach Kempten. Dort ist es quasi eine Sandwich-Garnitur, das heißt ganz vorne und ganz hinten die Lok und alle Wagen in der Mitte. Und der andere fährt, der fährt übrigens nach Füssen und nicht nach Kempten. Und bei dem ist es so, dass die beiden Züge quasi noch erkennbar sind. Die waren quasi ganz stupide einfach nur zusammengekuppelt. Das heißt, ich habe Lok, vier Wagen, Lok, vier Wagen. Und es macht sich dann in Buchloh nämlich ganz einfach. Da werden die quasi geflügelt. Was man von Triebzügen eigentlich kennt. Genau. Und man trennt einfach in der Mitte den Zug auseinander, der vordere Teil fährt dann weiter nach Füssen und der hintere bleibt dann in Buchloh stehen. Kommt eigentlich Rangierer oder muss es der Lokführer selber machen, wenn es aussehen? In Buchloh macht das, glaube ich, der Lokführer selber. Aber ich hatte den Zug noch nicht. Ich habe den einmal in der Ausbildung gefahren, als wir 2018 gemacht haben. Aber seitdem habe ich den nicht. Die Sandwich-Garnitur, die habe ich auch selber. Das heißt, da bin ich derjenige, der die zusammenbaut. Deswegen kenne ich den ganz gut. Und jetzt ist halt seine Frage, dass die Sandwich-Garnitur wird mit 245 gefahren und dieser Doppelzug, wie er von uns genannt wird, wird halt mit 218 gefahren. Und jetzt wäre es doch einfacher, wenn man die Sandwich-Garnitur auch so fahren würde wie diese Doppelgarnitur, weil dann bräuchte man die nicht aufwendig zusammenrangieren, auch nicht aufwendig wieder auseinanderrangieren. Warum macht man das bei der 245 so kompliziert und bei der 218 geht das so einfach? War das nicht so, dass bei der 18er der zweite Lokführer ist? Weil da muss ja der zweite Lokführer mit da sein, gell? Philipp, du hast genau den Casus Clactus gefunden. Und das ist auch das, was dem Fragesteller hier scheinbar nicht bewusst zu sein scheint. Bei diesem Doppelzug, wo die 18er in der Mitte ist, da ist die 18er besetzt. Ja, genau. Mit einem Lokführer. Und was die machen ist, dass beide Loks angetrieben sind und beide Loks fahren, aber die Lok in der Mitte nicht von vorne aus gesteuert wird, sondern da hinten sitzt ein Lokführer drauf und der ist quasi mit Funk, also über das ES-Kabel, ja hier, Funkgerät verbunden, sagen die dann so, hinten aufschalten bitte und dann schaltet er hinten auf und schiebt quasi mit. Was, sowas gibt's da wirklich, so ein Fahrgastbetrieb auch? Ja. Das war doch da deswegen, weil der Steuerwagen nicht durchsteuert für die 18er, gell? Oder? War das das? Das ist genau das Komplizierte daran. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen soll. Man könnte das natürlich auch mit der 245 so machen. Also genauso wie das mit der 18er geht, kann man das auch mit der 245 machen, aber da muss halt die 245 besetzt sein. Es kostet einen weiteren Lokführer, wollen wir nicht. Das ist doof. Bei der Doppelgarnitur ist es halt so, dass man das gerade nicht anders hinbekommt, wenn man die Züge im Buchloh trennen will. Dann wäre das extrem kompliziert, dann noch die Lok wieder umzufahren und so weiter. Hat man auch schon dran gedacht, das dann doch so zu machen, um sich diesen einen Lokführer zu sparen. Ob das dauerhaft so sein wird, dass es als Doppelzug mit zwei Lokführern verkehrt, weiß ich nicht. Aktuell ist es so. Das heißt, wie machen die das? Der sitzt vorne, hat ganz normal sein ZWS eingeschaltet und ist quasi mit seinem Steuerwagen von ganz hinten verbunden und der in der Mitte ist quasi für das ZWS unsichtbar, die Lok, weil da ist alles ausgeschaltet und der schiebt einfach mit. Das Problem ist nämlich, sind unsere Steuerwagen. Ich kann die Steuerwagen nicht so konfigurieren, dass sie einfach so mitlaufen mit Türsteuerung, aber ohne ZWS. Und ich brauche die ZWS aber, beziehungsweise das ZTS, um die zweite Lok zu steuern. Das habt ihr jetzt alle nicht verstanden, doch, oder? Schon. Doch. Also das heißt quasi, es kann ja bei ZDS, ZWS gibt's ja, darf es ja immer nur zwei Teilnehmer geben und quasi der zweite Teilnehmer wird immer von dem einen Dosto besetzt, sozusagen von dem Steuerwagen. Richtig. Ja, das ist natürlich eine tolle Erfindung, aber naja. Ja, genau. Also, versuch das nochmal zu erklären. Zur Fernsteuerung von Loks beziehungsweise
ja genau, zur Fernsteuerung von Docks nutzen wir das System ZWS bzw. ZDS. ZWS heißt zeitmultiplexe Wendezugsteuerung, wird verwendet, wenn ich vom Steuerwagen aus, also von einem Wendezug, eine Lok steuern möchte. Setzt voraus, ich habe genau zwei Teilnehmer, nämlich die Lok und den Steuerwagen. Mehr geht nicht. Ich kann da keine zweite Lok mitsteuern, also ein Steuerwagen, zwei Loks. Und ich kann da auch nicht zwei Steuerwagen haben, sondern ich brauche ein Steuerwagen, eine Lok. Dann gibt es noch das zweite System, das heißt ZDS. Es ist auch eine ganz einfache Übersetzung wieder. Das ist wieder Zeitmultiplexe Doppeltraktionssteuerung. Und auch hier habe ich wieder nur zwei Teilnehmer. Ein Lok und noch eine Lok. Es geht auch nicht mit drei Loks. Und es geht auch nicht mit zwei Loks und einem Steuerwagen. Und es geht auch nicht mit einer Lok und einem Steuerwagen. Es ist also genau darauf festgelegt, ich brauche bei ZDS zwei Loks und bei ZWS eine Lok und einen Steuerwagen. Würde aber mit diesem Wire Train Bus, diesem neuen WTB, was doch die auch schon vorgerüstet hat, und neuen Dosto-Wagen bestimmt dann alles kein Problem mehr sein mit der Konfiguration. Genau, dann gibt es ja noch dieses Prinzip zeitmultiplexe Mehrfachtraktionssteuerung. Mit der könnte das vielleicht funktionieren, aber da muss ich dann an der Stelle aussteigen, sagen, weiß ich nicht, wie das funktioniert, wenden wir hier nirgendwo an. Von daher kann ich da nicht sagen, wie das geht. Aber Lukas, eure 146.5, diese Dosto-IC, die werden noch damit gefahren, oder schon? Oder ist das auch nur vorgerüstet, aber wird noch nicht verwendet? Nein, die werden mit WTB gefahren. Das ist nämlich auch immer eine ganz witzige Sache. Würden da auch drei Loks dann zum Beispiel damit gesteuert werden können? Oder was gibt's da so für? Ich habe ja keine Ausbildung darauf, das kann ich dir nicht sagen. Was das weiß ich nicht. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, das Problem, wir haben da immer nur zwei Teilnehmer. Wenn ich jetzt allerdings solche komplexen Züge zusammenbaue, dann war das nicht im Sinne des Erfinders. Jetzt habe ich halt das Problem, dass ich da mehrere Loks und mehrere Steuerwagen drin habe. Und ich kann unsere Steuerwagen leider nicht so konfigurieren, dass sie zwar TAF-mäßig weiterlaufen, das heißt, ich habe einen Schluss und einen TAF-Rechner drauf, aber der ZWS nicht mehr agiert, weil ja die Bauer dieser Steuerwagen haben sich halt gedacht, wenn dann ein Steuerwagen ist, dann fahre ich auch ZWS. Macht ja sonst keinen Sinn. Deswegen habe ich das Problem, dass ich bei, wenn ich die Loks in der Mitte habe und hinten noch einen Steuerwagen dran, habe ich halt das Problem, dass ich die Loks in der Mitte nicht steuern kann, weil es gibt halt kein System dafür bei uns. Deswegen muss da ein zweiter Lokführer drauf. Und bei diesem 245-Zug, da mache ich es einfach so, ich packe ganz vorne die 245 und ganz hinten die 245, schalte da die Doppeltraktionssteuerung ein und bei den Wagen kann ich jetzt Schluss ausschalten und dann funktioniert das. Dann sind die beiden Wagen müssen dann sich nicht mehr um TAF kümmern, weil das machen die beiden Loks vorne und hinten und ZWS-technisch sind die dann auch tot. Ja. Das ist der Grund, warum das da unterschiedlich ist. Ob das immer so bleiben wird, ist was anderes. Aber es hat halt nichts damit zu tun, dass die 245 irgendwas nicht kann, was die 18er kann. So ZWS, ZDS-mäßig sind die exakt gleich. Es ist mehr so, dass man sich bei dem einen Zug den zusätzlichen Lokführer leistet und bei dem anderen nicht. Gut, okay. Wir haben noch einen Facebook-Feedback bekommen, habe ich gelesen. Also er hat halt gesagt, dass er jetzt frisch gebackener Zug ist. Er hat jetzt am 1.9., sprich vorgestern, angefangen als ALT in Ulm, also auch im Bereich Allgäu-Schwaben. Und was er noch dazu schreibt, er findet unsere Folgen echt super und sie helfen ihm durchaus beim Einschlafen. Das Einschlafen ist natürlich erstmal ein bisschen uns sauer aufgestoßen, oder Markus? Ich kenne das auch von anderen Podcasts. Wir haben ihm dann geantwortet, dass wir hoffen, er kann die Folgen wenigstens zu Ende hören und erst danach dann, dass er einschläft und nicht schon während der Folge. Auf jeden Fall, wir haben uns halt bedankt und haben ihm gesagt, es wäre jetzt noch zu früh, können wir jetzt auch nochmal allgemein für alle sagen, falls wir da noch mehr Anfragen kriegen sollten. Lukas war, glaube ich, auch so ein Fall. Du hast auch gleich am Anfang doch gerne geantwortet, dass du dabei wärst und da haben wir dich auch erst mal abgewimmelt, dass es noch zu früh wäre für uns. Und dann richtig. Nach ein paar Monaten, gell, richtig, wenn man die Probezeit besteht, dann besteht da durchaus die Möglichkeit. Wir können natürlich nicht jede Folge irgendeinen neuen dazunehmen, vor allen Dingen, wenn wir euch halt auch noch gar nicht kennen. Aber im Endeffekt könnt ihr euch eben merken, gleich zum September, Oktober, November hin wäre zu früh, braucht ihr euch nur nicht melden. Sonst haben wir natürlich auch gerne dann ab und zu mal Gäste dabei. Genau, soweit war das Feedback jetzt. Alles, oder? Glaube ich, haben wir alles durch. Ja.
Dann kommt mal wieder hier dieses, wie ihr uns schreiben könnt, oder? Da bin ich ja immer zuständig dafür. Hörerservice nennt sich sowas. Der Hörerservice. Wir hatten Mann, das Flo, Wort wieder erfunden. Flo, du schläfst Service ein, Englisch, Hörer auf Deutsch, kann man das nicht irgendwie umbenennen? Naja, also Ipes on Air, ihr könnt uns erreichen, indem ihr uns eine Mail schreibt an mail@ipesonair.de. Ihr könnt uns erreichen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, überall unter Ipes on Air. Und auf YouTube natürlich auch, Ipes on Air, könnt ihr uns auch immer gerne Kommentare drunter schreiben, uns abonnieren, was auch immer ihr so vorhabt, wir machen alles mit, oder? Ja, das war dann der Hörerservice soweit. Und alles dann klar. Geht's ums nächste Thema, was machen wir denn das nächste Mal? Das ist eine gute Frage, irgendein Thema bräuchten wir eigentlich schon, nachdem wir jetzt heute schon keins haben. Mann, du fragst Sachen, nachdem ich das Doc schon geschlossen hatte. Oder ihr lasst euch halt einfach überraschen, Leute, irgendein Thema haben wir auf jeden Fall, es wird keine themenlose Sendung und was es wird, das hört ihr nächstes Mal in der Einleitung, oder? Dann machen wir das ja, so. Ja, genau. Alles klar. Ja, gut, dann danken wir euch vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es jetzt kein großes Hauptthema gab, sondern viele kleine Themen. Aber ich denke mal, das lockert die ganze Sache nochmal so ein bisschen auf. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Gut. Jo. Bis dann. Also, ciao. Tschüss.